Beim letzten Mal des Venator RPG Session 63 Erstschlag seid ihr aufgebrochen, um endlich den Palast von Sorxas auszukundschaften, in Klammern vielleicht zu erstürmen. Man kennt euch. Und wie von Davu markiert, habt ihr dann auch tatsächlich den Eingang des Palastes gefunden, der bewacht war von Orks und ein paar hundeartigen Wesen. Und nachdem Philippus diese Wesen eine Weile beobachtet hat, kam Gold dann auf die Idee, die Wesen zumindest wegzulocken mit fürchterlichen Schreien, die irgendwie Skorpionschreie sein sollten. Am ersten Hund klappte es tatsächlich ganz gut und ihr habt ihn dann außer Sichtfeld der Wachen getötet. Beim zweiten lief es nicht ganz so gut. Da wurden die restlichen Wachen auch alarmiert, die ihr dann halt mitgetötet habt durch Feuerbälle und Nahkampf. Und ihr seid dann in die Tiefen der Basis hinabgestiegen und nach einer endlos langen Treppe wart ihr dann in einem mit Fackeln beleuchteten Gang vor euch wieder eine Gruppe Orks mit diesen Hundewesen, die ihr aber diesmal in Ruhe gelassen habt, sondern seid denen hinterhergeschlichen und kamt dann zu einem Tor, zu einem geschlossenen Metalltor und nach einer Spähaktion von Gold kamt ihr auf die Idee, dass Kestus mit Telekinese die Ballisten, die am Tor waren, auf die Wachen zielen zu lassen und mit der Magehand von Gold dann abzufeuern. Und der Plan ging auf und ihr habt somit die ganzen Wachen am Tor erledigt und seid dann in die Basis reingegangen. Und dort habt ihr dann den Plan gefasst, alles zu erkunden, beziehungsweise die einzelnen Unterkünfte der Orks, zumindest habt ihr anfangs nicht mehr gesehen, auszuspähen und anzugreifen, sodass die halt keinen Alarm schlagen können. Und ihr seid meist in die Räume reingestürmt, habt den Überraschungsmoment genutzt und viele Orks und auch einige Kafar schon erledigen können. Besonders blieben euch da zwei Räume im Gedächtnis. In einem habt ihr gegen einen besonders starken Kafar gekämpft, der dann auch mit einem klirrenden Geräusch zu Boden ging. Und in dessen Raum fandet ihr eine Karte, auf der tatsächlich eure Heimatinsel Ethos markiert war. Und ihr kamt dann darauf und deduziertet, dass vielleicht ein Angriff auf Ethos bevorstand und ihr vielleicht nicht mehr genug Zeit habt, Venatoren zu wahren. Solltet ihr euch nicht beeilen. Das zweite, was interessant war, war ein Speisesaal, in dem ihr erst ein paar Orks und Kafars getötet habt, die ein paar Zwerge aßen. Rip. Und in der angrenzenden Küche fandet ihr dann einen untoten Zwerg, der einfach weitergekocht hat, der schon untot war. Und einen schwer verletzten, schmutzigen Zwerg, der mit schwarzen Flecken auch übersät war und der euch noch berichtete, röchelnd, dass Sorxas wohl eine Armee in der Tiefen seiner Basis vorbereitet für irgendwas. Der Zwerg wusste nicht wofür. Und deswegen der obere Teil der Basis, an dem ihr euch gerade befandet, so leer ist. Vergleichsweise leer, denn in diesen Tiefen seien wohl Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Soldaten. Außerdem sagte er euch, dass die Anführer der Armee von Xorxas alle momentan in dessen Saal sind, weil es wohl eine Besprechung wegen irgendwas gibt. Vielleicht wegen dieses Angriffes. Um zu diesem Saal zu gelangen, müsstet ihr eine Brücke passieren, aber dessen Eingang ist abgeschlossen. Lediglich ein Kafar-General an der oberen Ebene oder der Lord der Zombies hätten den Schlüssel. Und zuletzt bat er euch noch, ihm von seinem Leid zu erlösen, was Gold dann auch netterweise tat. Ihr seid dann weiter, um den oberen Teil der Basis quasi zu erforschen und traf dann auf eine Gruppe Orks, die mit Ballisten auf Zombies schossen. Und etwas verwirrt, was das sollte, seid ihr dann näher getreten. Und da machen wir weiter. Ihr seht euch auf der Karte. Seht ihr euch auf der Karte? Klappt alles. Naja, wie gesagt, das Update hat bei mir zumindest einiges kaputt gemacht erst. Nachgucken, ne? Ich muss dich ein bisschen lauter machen. Ach, du bist schon auf Mark. Au. Und ihr seht hier vorne Kampfgeräusche. Ihr hört Ballisten abgefeuert und hört einiges orkische Gegröle. Ihr könnt aber nicht ausmachen, ob das jetzt freudig oder erregt oder sauer ist. Die mit Ballisten und Pfeilen und Bögen auf Zombies schießen, die langsam den Flur entlang schlurfen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon sehen könnt. Und vor den Ballisten
und Palisaden, so, liegen auch schon einige Zombie-Leichen. Und ihr steht da um der Ecke und seht das Spektakel und seht immer wieder einen Ork, der einen Zombie zu Boden schießt und dann laut aufgrölt. Ich guck mich an, genau. Ich gucke die Leute an. Sehr schön, du siehst einen wunderschönen Körper. Im Lichte erstrahlt. Aber mit einigen blutigen Wunden. Wir haben dann wohl noch einiges zu tun. Ich zeige auf die Orks und wer spammt da dann wieder was voll? Ups, wer war das denn? Sollen wir angreifen, oder wollen wir sie lieber etwas am Leben lassen, damit sie uns die Zombies vom Hals halten? Es wäre natürlich gut, wenn sie uns noch irgendwie den Rücken decken. Wir müssten uns aber dann als ihren Verbündete ausgeben. Eine Idee, wie wir das machen könnten. Ich bin kein Ork. Oh. Ich könnte jemanden in einen Ork-Polymorphen. Was, habt ihr das gehört? Hat sich eine Tür geöffnet. Ups. Machen anderen. Derjenige, der nicht polymorphe, tut dann so, als hätte er uns gefangen genommen. Eine gute Idee. Warum wollen wir nicht noch weitergehen? Ich dachte, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen doch über diese Brücke. Und wir haben den Ort gefunden und wir wissen, was die wollen. Angreifen. Ist das. Wenn wir uns aber polymorphen, wer wird es dann werden? Wir sollten einen nehmen, der etwas redestärker ist. Nichts gegen euch, Philippus. Und wir wollten eigentlich zum Licht. Was ihr eigentlich wollt, könnt ihr im Questlog sehen. Unter Questlog. Ja, wir wollen die Siegel und so halt holen. Ich wollte euch nur erinnern, falls ihr es vergessen habt, dass das existiert. Die Siegel wollen wir halt holen, das weiß ich ja. Das weiß ich nicht, ob ihr das wollt. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass da ein Questlog ist, weil ich stolz drauf bin, mal was gemacht zu haben. Oh, ich auch noch Questlog, ja. Gelobt. Dankeschön. Wir müssen noch ganz klar die Besprechung belauschen. Könnt natürlich auch. Das wird mir gut als ein Ork tun, obwohl ich glaube, ein Ork hätte dadurch keinerlei Zutritt, oder nicht? Ich weiß aber nicht, wie die Anführer aussehen, als dass ich mich in die polymorphen könnte. Vielleicht kennen wir diesen komischen Zombie-Lord. Moment, warte, was? Zombie-Lord? Das sind doch Zombies. Dahinter wird wahrscheinlich irgendeiner sein, den wir dann töten können. Dann können alle von uns sich in einen Zombie verwandeln. Und dann lauschen. Ich habe auch ein bisschen Make-up, das können wir auch so einrichten. Ich muss gerade nochmal neu laden, leider. Meinst du mit Zombie-Lord Xorxas? Nein. Sein Untertan. Ich möchte euch als Spielleiter nur in Erinnerung rufen, falls ihr das jetzt falsch verstanden habt. Die Generäle der Armee sind schon in seinem Saal. Das heißt, wenn ihr als sein General reinkommt und da steht schon ein Zweiter, der genau gleich aussieht. Ne, nur damit es klar ist, dieser General ist so... Nee, ich meinte nur. Nicht, dass ich das jetzt falsch rübergebracht habe. Das sind die doch im Saal. Dann sagen die, wir haben einen Imposter im Mongas. Richtig sass ist das, ey. Sass, sheesh, dicker, wild. Cringe, Mann. Richtig cringe. Wer ist Vollstrecker Nummer 13? Ich wiederhole, ich glaube, wir haben unser Ziel schon erreicht. Ja. Ich glaube nicht. Festung suchen und was er vorhat. Ja, aber was hat er denn vor? Ethos angreifen. Wie genau? Wenn wir seinen Schlachtplan erfahren, ist das doch wesentlich besser, als wenn wir nur wissen, er greift irgendwann Ethos an. Wäre aber wesentlich gefährlicher. Einmal noch Erinnerung an die Venatoren. Ihr wisst, dass Ethos von außen eigentlich mit Zaubern belegt ist, dass man eigentlich nicht angreifen kann. Zumindest nicht von außen so. Und ihr habt denen auch schon mal Bescheid gesagt, dass die ihre Verteidigung stärken sollen. Das habt ihr tatsächlich auch schon mal gemacht. Wenn die Schüler das schon sagen müssen. Ich wollte jetzt auch sowas in der Tat sagen. Achso, ich wusste nicht mehr, ob ihr das noch im Kopf hattet. Ich wollte sagen, ich sag das jetzt. Naja, das ist halt, wie viel Risiko wollen wir eingehen? Wenn wir versuchen, sie zu belauschen, dann könnten wir von diesen Generälen vielleicht entdeckt werden. Und mit Xorxas und seinen Generälen haben wir wahrscheinlich sehr starke Gegner, denen wir nicht gewachsen sind. Wir sind ja schon ein bisschen mitgenommen.
Andererseits haben wir noch nicht genug Informationen, müssen eigentlich weiter. Ich finde es löblich, dass ihr euch freiwillig meldet, Zwerg. Naja, ich kann mich als, wenn du mich in einen Ork polymorphst, kann ich so tun, als wärt ihr meine Gefangenen und ich bringe euch zu der Versammlung. Stimmt, von den Werten dürfte das ungefähr passen. Ich kann bloß kein Orkisch. Welche Sprache rufen die drüben? Weißt du nicht, kannst du nicht ausmachen. Es klingt auf jeden Fall ziemlich, Also kann ich, es klingt nach Grunzen und Grölen. Wenn ich mich vorher betrinke, sollte das gehen. Du vermutest tatsächlich, es ist Orkisch. Könnte auch riesig sein. Und ein Goblin. Besauf mich einfach und dann... Wenn ich zu dem hinkomme, mache ich einfach so einen großen Rülpser, dann verstehe mich schon so. Ist denn da einer, der aussieht wie ein Anführer? Da? Der. Der? Ich sehe die ja nicht. Der sieht jetzt vielleicht nicht aus wie ein Anführer, aber der hat, der scheint zumindest etwas besser gerüstet zu sein als die anderen Orks, die da stehen und mit der Balliste schießen. Und ihr seht auch, dass der Ork hier vorne öfter mal irgendwas brüllt und dann die anderen Orks anfangen, irgendwelche Tätigkeiten auszuführen. Also da keiner Orkisch kann, macht es keinen Sinn, sich in einen Ork zu verwandeln. Das fliegt ja direkt auf. Kannst du die große Ballista wieder etwas 90 Grad nach links drehen? Das Problem ist, wenn wir die Orks erledigen, erledigt niemand mehr die Zombies, die ganze Zeit... Die müssen wir dann erledigen. Ich meine, wir haben eh vor, den komischen, wie ist der Zombie-General oder so, zu töten. Zombie-Lord. Was war das? Lord Zombie, Entschuldigung. Hast du nicht zugehört? Also, wir hatten noch Informationen, dass der Zombie-Lord hier auf der oberen Ebene den Schlüssel für die Brücke hat, damit wir auf die zweite Ebene kommen. Ich sehe meinen Tod voraus. Wir könnten... Nein, wir sind Söldner. In der Hölle habe ich Kontakte. Ich meine, ein Versuch ist es wert, oder? Aber den Himmel. Den Himmel, ihr? Christus, bitte. Also, wie wär's damit? Wir sagen, wir sind Söldner und sollen denen helfen, den Zombie-Lord zu töten. Wahrscheinlich werden wir... den Zombie-Lord töten? Die gehören doch zusammen. Wahrscheinlich ist das einfach nur Zielübung. Meinst du wirklich? Der kann die einfach aufstehen lassen, nach gleich. Ich guck das mir nochmal an. Sieht das aus wie Zielübung? Es sieht zumindest nicht aus, als ob die Orks sonderlich in Kampfeslaune sind. Nicht, dass es um Leben und Tod geht. Es sieht schon so aus, als ob da ab und zu Zombies langstürmen, die immer mal wieder recht einfach hier in diesen, ich weiß nicht, ob ihr soweit schon gucken könnt, vor den Ballisten abgeknallt werden und dann da rumliegen. Es sieht eher nach einem freundlichen Spiel aus. Freundlich spielen mit Ballisten und Spaß. Meinst du, auf der anderen Seite sind noch mal so Orks, die da auf der anderen Seite die das töten weiß ich nicht. Die, die, die meisten Kills haben, gewinnen? Du kannst ja mal um die Ecke schauen. Okay, ich schaue um die Ecke. Leise! Mhm. Wo wird's gefunden? Ja, dann geh mal um die Ecke. Kannst du ruhig sehen. So, Moment. Kannst ruhig um die Ecke. Ja. So, hier kannst du wahrscheinlich nicht durchsehen, weil da ein Haufen Ballisten ist. Aber... Ich kann da durchsehen. Du kannst da durchsehen? Ah, du kannst noch nicht durchgehen, ne? Stimmt, so habe ich es eingestellt. Du siehst, dass hier hinten der Gang endet und kein weiterer Ballisten ist mit Orks, aber du siehst immer mal wieder, wie vereinzelt Zombies aus einem Gang hier unten kommen. Das ist ein Zombie. Ihr seht auch, dass die Zombies... manchmal sind es Formen, die ihr nicht mehr entschlüsseln könnt. Es könnten irgendwelche Menschen sein oder irgendwelche anderen Kreaturen. Aber manchmal ist euch klar, der Zombie, weil der recht frisch aussieht, ist auch ein Ork. Es gibt also auch Ork-Zombies. Also ich berichte das den anderen. Da gibt es nicht viel zu sehen. Anscheinend ist auf der anderen Seite, Ist das hier? Ist das eine normale Wand oder ist das eine Tür? Wo? Da ist eine Tür. Die siehst du auch.
Habe ich eine Tür am Ende gesehen und rechts davon war noch ein Gang. Da kommen die Zombies raus. Manchmal auch Ork-Zombies. Am Ende des Ganges? Ja, am Ende des Ganges. Dann sollten wir zuschlagen. Hat noch jemand anderes was Wichtiges zu sagen? Christus, kannst du die Balliste drehen? Drei auf einen Streich. Ich mal gucken, ob ich heute noch kann. Ich fand meinen Plan charmanter. Aber macht nur wieder weiter mit eurer Gewalt. Lieber nicht. Gewalt ist die Lösung. Dann werden wir können uns doch einfach verwandeln, aber ich meine, was bringt es denn, wenn wir nicht mit ihm reden können? Hat keiner einen Trank Zunge? Ein was? Ein Trank Zunge! Leider nicht. Was ist das? Warum frage ich euch auch nach Trinken? Die haben noch nicht mal Heiltränke. Hast du einen Heiltrank? Ich besorge dir deine Heiltränke später, ich versprach. Auf meinem Schuldzettel. Der Schuldigste. Oh, ich glaube, das haben. Deto hat aber auch einen Schuldzettel. Ich könnte meinen Ast schwingen, aber dann ist es das für heute. Nach meinem Venator-Dasein bin ich bankrott. Ja, irgendwann kommen die Eintreiber von Sarai und machen mich hier. Und pleite. Jedes Mal, wenn er Geld hat, gibt das lieber aus für Tattoos und andere Sachen. Schulden werden nicht zurückbezahlt. Kann ich auch machen. Hast du doch. Ich hab dir noch Geld geliehen. So ein Hartz-IV-Empfänger, wenn er mal Geld hat, womit er seine Schulden bezahlen kann. Lieber Tattoos. Die arme Sarai. Kann ich jemand zufällig Ork sprechen? Ja, dann nein. Hättet ihr nur einen Helm, der alle Sprachen kann? Jetzt noch nicht geschafft in die Version. Ihr habt den verkauft. Ja, aber der ist trotzdem nicht geschafft, weil es den nicht gibt. Der war Homebrew. Siehste, hätt's nicht geschafft. Also, wie sieht der Plan jetzt aus? Wir haben keinen. Sarai, was sagtest du nochmal? Naja, polymorphen. Und uns dann mit Händen und Füßen versuchen durchzubringen. Genau, wir machen. Der Ork ist, tut so, als wär er taubstumm. Ich guck ihn sehr seltsam an. Das sind Orks. Ja, dann viel Erfolg, Philippus. Was tut ihr? Willst du das jetzt, oder was? Also, ich bin für Sarais Plan. Und du bist dann unser Ork. Wenn du das willst, ich mach das. Tja, wenn keiner was dagegen hat. Egal, ich mach mal. Meine Einwände wohl nicht erkannt. Dann verwandle ich Philippus in einen stolzen Ork. Ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt? Ist das auf der Polymorph-Liste drauf? Bester Plan, ey. Warte mal, geht das überhaupt? Das ist ja nicht mehr wie in 3.5, fällt mir gerade ein. Das war ja eine feste Liste, oder? Das kann ich nicht. Oh, shit. Can be any beast whose challenge rating is equal or less to the target. Ja, dann müssen wir können. Aber Orks sind keine Beasts. Oh. Jetzt schon. Was mit Kaffar? Ich google mal kurz durch. Kaffar sind auch keine Beasts. Also das ist eine verdammt gute Frage. Gut, brennen wir sie nieder. Okay, dann geht natürlich auch. Endlich. Also, Sarai, ich bin bereit. Ja, Ork ist heute nicht drin. Question about water. Habe ich noch nie gemacht. Könnte gefährlich für dich werden, wenn ich das jetzt versuche. Na gut, dann machen wir einfach Goldsplatt und schlagen sie kaputt.
Ich habe schon von fehlgeleiteten Zaubersprüchen gehört. Das sah danach nicht schön aus. Die waren alle gelehrtartige Massen danach. Ich glaube, du brauchst dafür True Polymorph, kann das sein? Kann sein. Oh, klingt gut. Nehmen wir. Oder Arias hat hier, da gibt es einen anderen hier. Keine Unsichtbarkeit, das wäre das Einfachste. Ich kann auch Unsichtbare sehen. Glückwunsch. Ich hab auch. Ich kann mich in die Luft heben und rüberfliegen und dann abgeschossen werden. Finde ich auch gut. Was ist das denn für eine Tontaube? Zack, weg. Hast du denn einen Caterpillar-Kokon überhaupt? Ja. Klebt hier überall an der Wand. Wenn ich wissen, wo sie denn her hatte. Ihren Beutel. Das stimmt. Den feinsten Seidenkokon. Oh. Mhm. Dann wäre das ein sehr feiner Ork, was du nicht kannst. Anscheinend. Ja, los, geht vor, tötet sie. Oder behandelt mit ihnen. Auf Reiserei. Das ist also hier die Priorität der Gruppe. Tötet sie oder verhandelt. Ich schieße jetzt einen Feuerball rein, gut ist. What? Okay. Okay. Ich auch angestürke, ja, mach. Okay. Kistes, wir könnten sie doch fragen. Wir haben lang genug geredet. Noch länger mit Feuer auf. Feuerball. Ich sag nur zu Sarai dann, ich erkläre die Verhandlung für beendet. Okay, okay, okay. Rückzug. Ja, kannst du deinen Feuerball löschen? Ja, mach ich, warte. Ich wollte nur, warte. Jetzt haben wir das überlebt. Die sind schon alle tot. Ach so. Das war der Leichenberg. Der lebt noch hier? Der lebt noch und ist schwer verwundet tatsächlich. Ich stürme auf ihn zu und hau ihm den Kopf ab. Ja, mit meinem Großschwert. Er schaut sich um. Schwer verwundet. Alter. Erster Angriff geht daneben. Philippus-Sarai, ihr könnt auch noch, bevor Initiative ist, eine Aktion machen. Eine Aktion. Also ja, laufen Aktion, und eine Aktion. Aktion, ne? Aktion ist ja halt Doppelangriff. Alter Junge, ich verkackt. Mal hin. Schieß ich da gut mal rein. So. Wäre nicht zweimal daneben. Oh, haben. Der Ork-Soldat. Ich glaube, mit dem Boots of Speed hier hin. Okay. Ach, ich hab vergessen. Boots of Speed. So. Geil. Ja, dann. Ich hab meine Lasagne. Ich habe auch noch nichts gegessen. Wo bleibt sie? Macht sie nicht alleine, oder? Hm? Ja, doch. Wenn man ein weibliches Geschöpf im Haus hat, macht sich die von alleine. Eine Mate. Die kocht ja gerne, das ist das Schöne. Kommt doch auch noch was, Philippus? Ja, ich warte auch. Ich hätte nur laufen. Nee, du kannst noch ruhig angreifen. Also einen Zug gebe ich euch und dann gibt's in die. Alles gut. Ich hatte eben. Ja, nach der Aktion auf dem Hinterhalt einen Feuerball schießen, habt ihr eine Aktion frei. Der ist sowas von verwirrt. Okay. Da kommt ein Angriff. Damals Vietnam, man ist auch schon tot. Nö. Zweiter Angriff? Er steht noch. Oh, okay. Komm bitte. Ja, das dürfte treffen. Vietnam-Gold. Das trifft auch. Und ich hab in der Hölle einiges mit einem schnellen Axthieb durchtrennst du seinen Körper und der verbrannte, verwirrte Ork liegt mit seinen verbrannten Freunden hier. Ich lösche mal die Leichen, dass ihr nicht verwirrt seid. Der Ork der Zombies, hier ist halt ein riesen Leichenberg. Ich gehe schnell an die Balliste und geht bei euch Ping eigentlich? Kann man Ping? Ja, Shift und dann Ich kann nämlich nicht pingen. Doch, und ich hatte einen Modulfehler vorhin. Have you tried turning it on and off? Ja, da. Zack. Das regt mich gerade auf, dass ihr pingen könnt und ich nicht. Alter, Junge, was ist denn jetzt los? Edo! Dito, auf mit die Scheiße! Warum kann ich nicht? Wir waren hier. Shift und einfach gedrückt mal die Maustaste. Was? Ja, ich Shift weiß. Ich weiß, wie Ping geht, aber er macht es nicht, ist die Sache. Ich habe halt nur gesagt, was ich gemacht habe, dann macht. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, ich wollte euch nur sagen. Kannst du denn so überhaupt, wenn du gedrückt hast? Nee, eben nicht. Das meine ich ja. Ich kann doch nicht mal. Du bist in der falschen Leiste drin. Guck mal oben links. Ich bin in der Leiste drin für Token Control und dann Select Tokens. Das ist ja die Ping-Leiste im Grunde. Ich auch. Dann. Ich weiß es wirklich nicht. Ist ja nicht schlimm. If you tried pressing F5.
Ja, dann kackt das doch bei euch auch ab, wenn ich F5 drücke. Ja, aber dann kannst du wenigstens pingen. Ja, ist doch jetzt nicht schlimm. Reloaded ist aber für uns, also theoretisch dürfte das nicht so lange dauern. Ja, wie du willst, ich drücke F5. Oh nein, Alarm. Ich hab vergessen. Alarm. Alarma! Wir haben ihn die ganze Zeit beobachtet. Da hätte ich doch meinen Knowledge Skill Know Your Enemy einsetzen können. Ja, nee, hast du doch schon verschwendet für dieses Mal, oder? Das ist doch nur einmal pro Rast. Nee, kann man die ganze Zeit. Das ist so useless. Das ist egal, ob du das einsetzt. Ich verstehe es manchmal nicht. Du kannst herausfinden, dass du mit hinter den Ringkampf gehen kannst. Nicht schlimm. Ja, bloß, dass ich keinen Ringkampf kann. Einfach nur Athletics auf Punkt drauf haben. Gefühlt oder verraten. Mehr war das doch nicht, oder? Doch. Gut sein in Athletics. Gut, da geht noch. Ich brauche morgen nicht neu laden. Ja, schön, bei mir ist noch alles schwarz. Ich muss abwarten wegen der Riesenmap. Für Ringkampf brauchst du auch irgendwas in Brawl rein. Also es gibt kein Brawl, oder? Kannst einfach so machen. Gibt's nicht. Ja, Ringkampf geht jetzt eine Aktion und dann machst du Athletik und dann haust du die um. Dann machst du einen W3 Schaden oder was? Schaden brauchst du keinen, nimmst du einfach nur in den Schutzkasten. Für Schaden brauchst du, glaube ich, ein Talent. Ja, aber der Schaden ist eh von Quatsch. Das Festhalten ist schon OP. Dass du ihn einfach am Boden drücken kannst dann. Kannst du ziehen. Guck mal, wie ich pinken kann. Ist das schön. Ey, das mache ich gleich mit Xorxas. Ja, dann würde ich sehen, wie der Nahkampf geht bei dem. Aber okay. Vor seinen Generälen. Guck mal hier, ab in den Schwitzgast mit dir. Der Level 20 Lich. Ja, sagen wir Level 20. Ich hätte immer noch mehr Stärke als du. Wie viel Stärke hast du? CR23 ist irgendwie Level 30 nicht, oder so. Oder weiß ich gar nicht, ob die geboostet werden. Wobei, du könntest mehr Stärke haben. Wie viel hast du? Gibt aber auch CR30. 15? 16? Okay. Ah, wie viel Stärke 16. Du hast? So, jetzt kann ich pingen, auch wenn es egal ist. War letztens, wer das stärkste D&D-Monster ist. Gibt zwei CR30-Dinger. Offizielle zumindest. Im Plutonium gibt es irgendwie 20 CR30-Dinger. Ja, Homebrew zählt nicht. Oh, Tiamat und die Taraske. Ja, wollte ich gerade sagen. Taraske. Und dann gibt es ja auch noch solche Sachen wie... Hat Vecna nicht auch CR30? Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Statblock von dem gesehen. Ihr müsst mal sehen, hier der Stepblock von Rexmoor. Ja, aber fertig gemacht. Den muss ich einreichen. Offizielles Monster. Normal, ich hab Schuss getötet. Der hatte, glaube ich, 3000 HP. Wow. 3000 HP, Boss. Oh, Wegner muss man selber. Warum müssen wir jetzt lang? Das sind mehrere Türen. Da sind noch welche am Leben. Ich gehe zur Ballista. Oh ja, kannst du machen. Weißt du, wie so eine Ballista funktioniert? Ja, weiß ich nicht. Da kommen ganz langsam mehrere Zombies auf euch zugeschlurft gerade. Ja gut, ich kann halt zielen mit dem Ding und dann irgendwann am Hebel ziehen. Ne? Also, wahrscheinlich bin ich da nicht proficient drin, aber... Was ist denn das für ein Skill? Ranged. Also einfach ein normaler Range-Miele, ja, wow. Range-Miele, einfach ein normaler Agility-Check dann halt, ne? Ja. Wen zielst du denn? Auf, ja, hier ist halt so, ne, in die Richtung halt irgendwie. Schlägt hier hinten an der Wand ein. Verdammt! Dann lade ich nach. Hilf mir doch! Sie kommen! Waffenteams, ich reiche die Pfeile an. Ich reiche oben die Pfeile an. Okay, ja, dann ich spann den Pfeil ein. Ja, das dauert ungefähr. Gegengewicht ein. Die Orks haben es auch geschafft. Ein, zwei Runden dauert es aber, bis du eine Balliste geladen hast. Balliste einspannen! Ach, verdammt, das ist mir alles, dauert mir alles zu lange. Ich nehme ihn einfach, schieße einen Feuerball auf die. Okay, wohin schieße? Mach einfach. Firebolt, auf den ersten, den ich sehe. Zack, Alter, da ist er direkt. Die Tickets. 28 Feuerschaden. Jo, dann muss ich kurz was machen. Ihr kennt das Klassiker. Oh. Ja, das ist aber ein Crit, ne? Der ist, glaube ich, für den. Ich glaube, der kommt ja nicht drüber bei 28. Ja, und runter. Du hast 28 gewürfelt, Schaden. Ja, 28 Damage, ja. Müssen wir gar nicht probieren. Das ist
Ich habe nicht gesehen, dass es 28 war. War wieder meine Kreditkarte, die ich gelöst habe. Wir haben die Orks hier aufgehalten. Weiß ich nicht. Schießt auf sie. Wollen wir jetzt eigentlich hier so lange warten und die ganze Zeit auch Zombies abschießen? Da kommen wir nie weiter. Wir müssen durch die Pforte stürmen. Ich bin gerade schon leer. Ich habe erst geschossen. Ja, machst dem Zombie Schaden. Feuer frei. Weiter näher. Aber hat die Nutzrüstung. Entzündung. Wir können jetzt mal in dem Bereich Initiative würfeln. Vor's zu. Ich versuche ja was zu machen. Es gibt keine Feinde. Combat Encounter. Upsala. Combat Encounter ist. Ich kann nicht schießen. Ich weiß nicht warum. Bedauerlich. Oh, meine Kritkarte wird gelöst. Du musst deinen Angriff auf den Gott ansagen. Schon wieder, fängt das schon wieder an? Ich habe 2 von meinen 7 Crit-Karten gelöst heute Abend. Es geht schon wieder los. So. Das liegt am Modul, du musst einfach nur bestimmt. Ja. Der hier unten. Mhm. Soll ich jetzt keine rausdrücken? Ah, nee. Ich 9 Feuerschaden. Lass den etwas Schaden und siehst auch. Wie der Zombie anfängt zu brennen. Und ihr seht auch in der Hand dieses Ork-Zombies, auch den in der des anderen Ork-Zombies, die haben beide noch eine verweste Rüstung an und eine schon rostige Axt in der Hand. Machst du noch was? Nö, ich kann nichts machen. Danserei, warum hast du Concentration an? Das ist verwirrend. Ist da irgendwas Concentration gerade? Nein. Ja, sie hat auch Polymorph gecastet. Ach so. Also gedingst. Ich habe nur die Info gepostet. Dann weiß ich auch nicht, warum. Dann mal einfach weg, solange wir nicht wissen, was das. Hallo, Wolf? Kommt nicht. Oh, Alter! Warte, dann wird sie gelöst. Räucher. Der Zombie geht in Flammen auf. Und ohne Schmerzensschrei sinkt er zu Boden und wird zu Asche verbrannt neben den anderen Zombies, die da auch schon liegen. Ein Opening! Philippus! Ja, ne, ich will die Ballista ballern. Geht das? Du kannst es probieren. Mach mal ein. Einfach zieh mal auf einen und mach dann einen Dexwurf. Weil du kein Plus-Minus drauf hast. Das reicht. Hier kommt er. Jo, du triffst. Auf wen schießt du denn? Sarai, was macht deine Katze da? Wut. Ich hab noch einen ausgewählt. Ach, du hast einen Saving Throw gemacht. Du Lüge. Oh, oh. Mit Proficiency geht das aber nicht. Das war überhaupt so. Also eine 11. So. 11. 11 trifft trotzdem. Komm, obwohl, auf wen zielst du denn? Auf den hier. Triffst trotzdem. Dann würfeln mal. Das ist ja einfach sein Geschicklichkeitsmodifikator, der drauf ist. Ja, aber er hat da plus 0 halt, ne? Ja, der hat plus 0. Trifft trotzdem. Alles gut. Mach mal 8d6. Nee, Moment. 8d8 Schaden. Warte, jetzt irgendwie alles rauslöschen. 8d8. Ganz normal. 8d8 geht ja schnell. Ich bezweifle, dass ich da auch einen Wurf machen muss. Dann wollen wir den mal aufspießen, wie Leute in Hell's Klamm. Ich bezweifle, dass ich da einen Wurf mache. Jo. Die Balliste schießt den Ork-Zombie fast bis zur Wand der anderen Seite. Und ihr seht ihn wegfliegen wie den Opa von Helm's Klamm. Wo sind da die Pfeile her? Die hat Ballisten in Helm's Klamm. Der Zombie dran. Ja, die Urukai. Schießen doch ihre Leitern da hoch und dann ist da so ein Opa, der wird von so einem Pfeil getroffen und dann die Wand geschleudert. Ja, genau das meinte ich auch. Kestus, du bist dran. Die Zombies kommen näher. Ich schieße auf den Ork-Zombie. Was ist das mittlere Ding? Jo. Wo ist mein Crit? Muss die Karte. Warte, ich reiche dir die Karte. Nächstes Mal kriegst du Schaden. Und er fängt auch an. Ich glaube, ein bisschen weiter hier, die waren.
bevor ihr... Der Ort-Zombie kommt dann, steigt auf den Leichenberg und schaut euch in die Augen. Das ist der Zombie-Lord. Der hat nämlich als Provokation. So, der wurde schon umgebracht. Das ist eine Provokation. Eine Provokation, Alter. Er hat mich niedergestarrt. Oh ja. Und ich gehe nach hier. Okay. Ah, du bist ein Nahkämpfer. Ja, und? Ich bin aber im Schaden. Ordentlich. Ich hab euch den Ast angeboten, ihr Feiglinge. Diese Feiglinge? Ticket einlösen. Das hat sich eingelöst. Ich hab dir noch was gegeben. Warte, ich geb dir das jetzt. Hier, bitte. Vier Schaden. Okay. Ich hab grad eine 1 genommen. Steht immer noch. 20. Philippus. Aber er sieht auch schon stark mitgenommen aus. Und mit hängenden Armen schlurft er langsam auf euch zu. Nachladen geht nicht so. Dauert, du musst erstmal einen Pfeil suchen und dann dauert es eine Runde nachzuladen, weil es eine große Balliste. Boots of Speed! Wir laden Flippers rein. Und dann sitze ich. Warte, als du hier bist. Oh ja, jetzt kommt der ganze Fähigkeitswürfel, das stinkt. Das Zombie-Rudel kommt jetzt. Ich habe eine 10. Warte, ich muss mal gucken. Oh, passiert nix. Okay, dann stehe ich jetzt vor ihm und dann gebe ich ihm mit der Bohrmann Siff. Ich benutze aber außerdem Fainting Strike. Bitte draufdrücken, wir wollen es hören. Moment. Gegen einen Zombie. Psch, da habe ich mir auch gedacht gerade. Hallo? Ihr wisst doch, Short Rests und die Dinger sind wieder da. Das ist es. Und dann, weil ich habe auf der Bohrmann Siff 10 Charges und dann benutze ich jetzt 5 davon. Okay. Wasted. Hart gewastet. Sind 10 Schaden plus, wie viel benutzt du? 5? 5. Sind nochmal 10 Schaden, ne? Yep. Sind 20 Schaden insgesamt. Und dann kommt noch. Der kommt durch Fainting Attack. Sind 26 Schaden insgesamt, richtig? Yep. Dann brauche ich eine 31. Und Philippus gebufft? Das ist eine 31. Der macht doch so keinen Schaden. Du tötest den Zombie vor dir und er steht auch nicht wieder auf. Seit wann das denn? Ich habe noch einen zweiten Angriff. Natürlich, tu das. Gehe ich hier hin? Kannst du denn überhaupt so weit laufen, ist die Frage. Boots of Speed. Boots of Speed. Dann tu das. Ja, ich habe eine Bewegungsreichweite von 50 damit. Dann müsstest du es schaffen. Und dann kriegt er meinen zweiten Angriff. Boah, man, Siffle-Check. Okay. Der Schaden, ey. Fertig. So, dann jetzt. Oh ja. Als du auf den Zombieberg der getöteten Zombies steigst, schnüffelt ein Zombie in der Luft und kommt dann auf dich zu. Und versucht, dich mit seiner Faust zu schlagen. Oh, komm her, du hässliche Mistkröte. Schlägt aber vorbei. Der zweite, der vor dir steht, will dir auch, den du eben geschlagen hast, will dich packen und beißen. Und schlägt dich aber erstmal, bevor er das tut. Schlägt aber auch vorbei. Ah, wenn jetzt einer da vorne kämpft. Den oberen. Da war das Ticket. Das war meine Missgunstkarte. Den falschen Stapel der Kiste. Das war eigentlich für Gabe, ne? Das war nicht für mich gedacht. Ja. Die 19, ey. Jo, machst du auf den oberen. Ja. Und du fackelst ihnen die untere Körperhälfte fast weg und mit schwarz gebrannten Körpern, die Beine brechen ihm schon weg, steht er neben Philippus und will weiter auf ihn einschlagen. Du schaffst das, Philippus! Dann bleib ich da stehen. Danke, dein Moralboost wird mich am Leben halten. Jo, das sind insgesamt 9 Schaden, das ist dann eine 14. Warte, lass mich erstmal würfeln, bitte. 14. Da erkennt man nichts auf dem Bild. Er wird komplett jetzt weggefackelt und neben dir
Philippus, fängt jemand an, in Flammen aufzugehen und in Asche zu verbrennen. Oh, aufpassen, das war aber ganz schön knapp. Nicht knapp genug. War schon mal knapper. Philippus? Jo, hier kommt die Sonne. Die Sonne für den Stern am Himmel. Schlägst ihm einen Arm ab, der dann zappelnd zu Boden geht, was dem Zombie aber nicht viel auszumachen scheint. Oh, ja, dann kommt mein zweiter Schlag. Uiuiui. Der zweite Schlag schlägt ihn einem Fuß ab und er steht jetzt humpelnd und schwer verwundet vor dir. Finisht ihn! Erstmal finde ich halt dich. Achso, du kannst nicht mehr. Oh ja, der beißt dich jetzt. Und dann mit seinem letzten verbliebenen Arm humpelnd versucht er dir wieder einen Schlag zu geben. Schade. Kestus. Schlägt vorbei. Er ist zu schwer verwundet. Muss ich da überhaupt würfeln? 19. Ja. Vielleicht ist es eine 20. Ja, vielleicht. So. Ihr tötet die Zombies und es scheinen auch momentan keine mehr nachzukommen, als ihr vor einem riesigen Berg toter Zombies steht. Wir suchen die Leichen. Endlich. Schlepp mich darüber. Die Narren Heuhaufen suchen. Was ist das denn hier? Eine riesige Tür! Da ist tatsächlich ein großes Metalltor mit einem dicken Vorhängeschloss dran. Da geht es wahrscheinlich zur Brücke. Aber ohne Schlüssel kommen wir hier nicht weiter. Ja, die sieht ziemlich offen aus, die Tür. Ehrlich, versuch mal. Na, ist doch zu. Na, das hätte man sich ja denken können. Aber, naja. Kannst du mal versuchen. Vorsicht, hier rechts um die Ecke kommen die Zombies her. Deswegen war ich im großen Kreis. Mal reingucken! Mal sehen, bereit, jetzt, dass der Gang leer zu sein scheint. Aber hier unten eine Tür offen. Und mach mal einen Perception-Wurf, bitte. 4? Ja, alle könnt ihr machen, ja. Ja, wovon steht das denn die 1 gewesen? Das ist Sarai. Ja, das war ich. Ich hatte dich aus Versehen anvisiert noch. War mein Wurf. Sarai, du hörst von der Tür hier unten und auch hinter den anderen abgeschlossenen Türen. Was höre ich? Noch mehr Zombies in den Kammern da unten. Aber hier nicht. Doch, du hörst auch von den abgeschlossenen oder von den Zoom-Türen. In jeder Kammer. Aber da unten die Tür scheint offen zu sein. Die ist zumindest in den Gang hin geöffnet. Alleine vergesst die Tür zuzumachen. Ich bin sicher, dass wir nicht lieber erstmal die ganzen Räume klären sollten. Ich will nicht, dass dann von hinten die ganzen Zombies rausstürmen. Das sind doch nur Zombies. Ich stimme da Gold allerdings auch zu. Wenn da weitere Zombies kommen, sollten wir vielleicht die Quelle erstmal beseitigen. Ja, den Zombie-Lord. Nicht, dass sie uns in den Rücken fallen. Lord Zombie. Die Tür da oben sieht mir ziemlich stabil aus. Wahrscheinlich ist dort hinter der Meister. Wenn sie von da unten kommen, dann ist doch da unten der Lord Zombie. Kann ja sein, dass er seine Diener gerufen hat, seine Tür zu verteidigen oder so. Mir reicht, ich gucke jetzt hier durchs Schlüsselloch. Da ist leider kein Schlüsselloch. Hier ist kein Schlüsselloch, das gibt's ja nicht. Dann öffne sie einfach. Dum, dum, dum. Ich sehe den Zombie-Lord. Als du die Tür öffnest, siehst du einen gewaltigen Raum. Sieht quasi aus wie ein kleiner Saal oder eine kleine Halle. Mit einigen Tischen und Stühlen. Ein riesiges Feuer mit zu verbrennenden Körpern ist an und ihr seht
ein gutes Dutzend Zombies im Raum und auf einem Podest sitzt folgende Gestalt. Seht ihr es? Der Zombie-Lord. Nein, es ist der Zombie-Lord! Ein, es ist so schon Aktor-Image. Ein schon verwester Mann in einer Robe sitzt gelangweilt auf einem Stuhl. Gibt's Lasagne? Mann. Und wir machen nicht zu Ende irgendeine Lasagne. Ihr seht immer, wie er etwas mit dem Finger durch die Luft wirbelt und einige Zombies dann sich aufmachen, unten die Tür zu erreichen. Und als du da oben die Tür einfach öffnest, siehst du, wie sich sein Blick in eure Richtung dreht und er verwundert hinschaut. Wer seid ihr? Sind die, die Untote austreiben? Gold, ja. Halt dich zurück. Wir sind hier, um mit dir zu reden, Lord Zombie. Ich bin Philippus King. Ihr seid keine Orks. Yep. Wem wurde ihr geschickt? Xorxas. Von Xorxas. Ah, ihr seid einer seiner Zwergendiener. Vielleicht werdet ihr auch mir gehören. Und er mit einer einladenden Bewegung zeigt er auf die Zombies und du siehst jetzt auch, dass manche Zombies recht klein sind. Halblinge. Könnte sein. Was wünscht der Meister? Du sollst die Zombie-Eis an die Oberfläche schicken. Was, da sollen Villatoren kommen. Nein, das durchschaut er doch. Venatoren? Die Oberfläche? Ja, Venatoren sollen hierher kommen und bedrohen uns. Schick deine Zombies an die Oberfläche. Sie sollen den Eingang bewachen. Er hält einen Moment inne. Würfe mal bitte auf. Okay, es gibt einen Kampf. Deception. Nee, was ist das? Doch, ist das. Nee, Persuasion, Entschuldigung. Ach so, wirklich? Okay, my English is not so gut. Okay. Mach mal Persuasion. Ich sag nur, das wird ich niemals glauben. Natürlich schicke ich die Zombies los an die Oberfläche. Nehmen Sie bei dir, das war's auch dann schon. In einer dir unbekannten Sprache und Zombies. Ah, die Tür. Ist das Abyssal? Zombies. Vermutlich nicht. Weil es Dämonensprache ist. Ich wink den anderen zu. Es ist nicht Abyssal. Schade, der Primordial. Folgt mir. Nee, auch nicht. Schade. Ist er Folgt mir. Aber nee. Was macht er denn? Warum kommen die ganzen Zombies jetzt? Jetzt kommen wir hierher! Ja. Was tun wir? Wir weichen den Zombies aus. Er schickt die raus. Ich weiß auch nicht, warum der mir geglaubt hat. Was ein blöder Zombie ist. Unten. Sein halbes Hirn ist weggerottet. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen den Zombies einfach nur Platz machen. Ich versteck mich als Stein. Ich benutze mein Steinwissen. Sieht er aus wie ein Stein? Nein. Meine Jahre als Halbzeit. Ich stell mich tot! Das funktioniert nicht. Was wollt ihr denn genau machen? Die Zombies kommen jetzt so langsam aus den Türen raus. Ich würde mich jetzt dahin versuchen, totzustellen. Ich würde einfach den ausweichen, den gehen ja nach oben. Ja, genau. Totstellen, ausweichen. Wir müssen aufpassen. Wenn sie jetzt auf uns draufgehen, heißt das, dass der Bluff nicht geklappt hat, was höchstwahrscheinlich ist. Ich würde das selbst nicht glauben. Es sind so viele. Aber zu unserem Vorteil, wenn die Zombies uns hier angreifen, ist dieser Lord Zombie nicht dabei. Upsala. Und Zombies kommen nach und nach raus und ich wähle mal so ein paar aus. Ja, und sie stehlen uns? Das nicht. Ich muss die ein bisschen schieben. Ihr wartet ja, ne? Ja, natürlich. Mhm.
Wir warten auf unseren Tod. Können die jetzt abhauen? Ja, ich muss sie mir alle mal ziehen. So. Aha, ein paar sind natürlich noch hier, weil ein paar schneller sind als die anderen. Bla bla bla. So, so, so. Und als sie dann auf eurer Höhe sind, wandern sie nicht weiter, sondern kommen langsam auf euch zu. Feuerball! Willst du es machen? Plan B. Christus, vielleicht sind sie so hirnlos, dass wir einfach nicht in ihrer Nähe stehen sollten. Lass uns doch weiter nach hinten gehen. Hilo, der steht gerade vor mir. Feuerball, go! Nein! Die Zombies kommen langsam wir auf sollten euch hier hingehen. Wirklich. Wenn das funktioniert, dann sparen wir uns jede Menge Zeit. Wir gehen einfach auch unten und killen jetzt diesen Lord. Das er. Genau, oder wir gehen jetzt einfach jetzt hier hin. Jetzt hör auf, die ganze Zeit zu pingen, ey. Ja, wer auch immer das ist, das nervt gerade. Schaut das jetzt aus, ey. Ihr könnt pingen, wo ihr wollt. Das kann man ausschalten. Ich weiß nicht, ob der Spieler das kann oder jeder für sich selber. So, derjenige, der immer pinkt, soll es einfach sein lassen. Zweimal gepinkt. Zweimal zu viel. Zweimal zu viel. So, was tut ihr? Wir gehen hier hin. Gut, dann macht aber, mach Feuerball jetzt. Macht erstmal bitte Initiative für euch, damit wir sehen, wer zuerst dran ist. So, und jetzt bitte nicht wundern. Jetzt kommt ganz viel von mir. Alter, ich hier, Feuerball rein. Ich löse meine Crit-Karte. Verdammt. Sind die Würfel verschwunden? So. Philippus, du bist tatsächlich als Erster dran. Was tust du? Sieht das so aus, als haben die volle Aggro, die Zombies, oder sind die durch... Du weißt nicht, wie ein Aggro-Zombie aussieht, weil Zombies keine Gefühle etc. haben, aber die scheinen bei euch gestoppt zu haben und sich statt weiter den Flur entlang zu bewegen, auf euch zuzubewegen. Das siehst du schon. Und was dir auch auffällt, jetzt aus der Nähe, diese beiden hier, die Zombies sind mit Würmern überwuchert. Ich besser nicht in die Nähe. Boots of Speed. Hau einfach ab. Dann kriegst du aber Gelegenheitsangriff. Oh, Mann. Ja, ich hab den einen nicht sehen können. Ja, alles gut. Dann gehe ich bis hier hin und greif den hier an. Ja, aber hier ist einer, wo du einen Gelegenheitsangriff kriegst. Und? Ja, der auch. Ist einer. Das ist ja quasi durch uns durchgelaufen. Der ist ja nicht durch die... Müllhaufen. Ach, der ist durch euch durch? Ich dachte, der ist da durch. Ja, dann ist okay. Ihr müsst den Bluff callen. Macht einfach nichts. Testet dich nicht. Nur. Was machst du? Wirklich? Ah, nee, Moment. Ich muss doch noch was machen. Einen Moment, bitte. Der Bluff wurde schon... Ich muss mal was würfeln. Meine Lippen schürzen sich genauso passiert. Wie der geile Rengar. Nichts passiert. Du kannst weitermachen. Okay, ich höre auf Sarai und mach einfach nichts. Ich bin blue. Okay. Kannst du auf Verteidigungsmodus gehen oder so? Ja, stimmt. Warte, ich mach... Warte. Hm? Dwarven Fortitude. Bitte draufdrücken. Ich versuche mich klein grade. Zu machen. Ich such's gerade. Sehr schön. Jetzt weiß ich auch, dass das so ist. Und da kommt. Ja, es sieht gerade nur einer. Ja, fertig. Okay. Fertig, sagst du? Jo. Obere läuft hier vorne hin. Mach mal bitte. Was war das? Achso. Mach mal bitte, du willst dich verstecken, ne? Mach mal einen Hidewurf. Also hier ist es ja ein Stealth-Wurf. Will mich halt klein machen, so. Ja, mach mal bitte. Ob du dich da so ein bisschen hinter dem Dreck, der da ist, verstecken kannst. Machst du das eigentlich auch, oder stehst du da einfach? Ja. Will mich halb verstecken. Dann würfel du auch mal einen Stealth-Wurf. Ich würde eh angreifen. Redest du, ne? Ich bin ein Stein! Ich bin ein Stein! Ihr versucht euch so ein bisschen hinter den Stein zu verstecken und Philippus, du bist ja eben durchgelaufen. Kestus, du siehst das. Gold hat so eine Holzplatte vor seinem Gesicht
einfach nur platziert. Und Sarai hält einen Stein in der Hand. Mehr oder weniger. Die sind unter uns sozusagen. Wir erkennen euch ja jetzt. Ihr seid nicht wirklich gut versteckt. Mit Händen vorm Gesicht einfach, ne? Wie ihr Kind so. Ja, es ist wirklich nicht gut versteckt. Und dieses Wesen, was. Ich zeig's euch mal auch ein Bild davon, dann könnt ihr euch vorstellen, was ich mit Würmern überseht meine. Ich sehe es nicht. Dann sehe ich mich auch. Ja, es ist halt wirklich komplett mit Würmern überfüllt. Ist das widerlich? Greift dich zweimal mit Krallen an, Sarai. Der erste Hieb verfehlt dich. Der zweite Hieb trifft dich und macht dir 13 Schaden. Machst du selber applyen? Du kannst das so. Ich kann das nicht. Nee, wenn du das machst, dann ist es besser. Dann mache ich das. Ihr könnt irgendwie nicht mehr. Ja, meine Concentration ist getestet. Okay, du hast Schaden bekommen, ne? Und dann, Sarai, siehst du, wie sich mehrere Würmer von seinem Körper lösen und quasi wie Flöhe auf dich springen wollen. Mach mal bitte einen Dexterity Saving Throw, bitte. Aber du kannst ausweichen, als mehrere Würmer hinter dir gegen die Wand klatschen und sich dann im Geröll verstecken und du hörst auch, dass sich das Geröll bewegt und einige Würmer dann zermatscht werden sogar. Glaubt immer noch, die greifen uns nicht an. Ja, mal los! Dann, oh, der Zombie vor dir möchte dich angreifen, Philippus. Und holt mit seiner Faust aus. Ding dran und schlägt in die Wand. Ja, trifft eh nicht. Okay. Oh, trifft doch sowieso Christus. Nicht. Die Verhandlung ist fehlgeschlagen. Moment mal, du hast gerade Brot gebacken. Was ist mit der Lasagne? Ah. Jetzt, ja. Oh, okay. Keine Lasagne heute. Ja, doch, aber erst später. Ich habe morgen erst zur dritten Stunde an. Boah, jetzt muss ich hier 500. Ach du Scheiße. Ja. Alle tot, ey. Alle Nein, tot. Einer hat es geschafft, ich da unten. Einer hat es tatsächlich. Wer ist das? Ich kann ja applyen. So, da brauche ich auch nicht würfeln wegen 27 Schaden. So. Ein Feuerball kracht in die Zombie-Horde und verbrennt wirklich fast die gesamte Truppe, die da steht. Und ihr hört aus dem Saal ganz leise einen Schmerzensschrei. Der Ork. Greift dich an. Und will sich in deine Hand verbeißen. Aber beißt einfach nur in deine Rüstung rein und einige schon wackelige Zähne fallen raus. Hat die Rüstung verbeult! Disadvantage hast du gesagt. Immer noch, ne? Ich hoffe, das war die richtige Kombination. Ja, war richtig. Jo. Und trifft dich nicht. Dann kommt ein Zombie auf dich zu, Kestus. Du stehst ja offen, ja, hast dich nicht versteckt. Ja, dann natürlich auch nicht. Nee, ich wollte nur sagen, du hast dich nicht versteckt, ne? War nur eine Frage. Versuch dich mit seinen Krallen anzugreifen. Erster fährt er über die Brust, macht dir 16 Schaden. Die zweite Kralle fährt dir auch über die Brust. Eieiei. Macht dir weitere 15 Schaden. Und mach mal ein Dex-Savings-Throw, als sich einige Würmer auf deinen Körper ausbreiten wollen. Und du im letzten Moment die Würmer von deinem Körper noch schnell wegwischen kannst. Ich habe gehört, in den USA gibt es einen Würmer gerade. Kannst danach hingehen. Sarai! Rette mich! Und ihr seht auch, wie ihr beiden seht, wie Kestus zwei schwere Krallenwunden auf der Brust hat und viel Blut aus seiner Brust strömt. Los! Warte, ich helf dir gleich! Ist das gegen beide? Ah, gegen beide. Okay. Warte mal so klein. 45 Grad. So, dann muss ich mal einmal 7 Schaden hast du gemacht, ne? 7 plus 5 sind 12, richtig?
Richtig. Plus 5. Muss ich mal eben würfeln. Warum plus 5? Oh, jetzt bleib ich Käse lang. Wegen einer Sache. Und zwar der hier. Plus 5. Und der Zombie wird zwar von dir verbrannt, stirbt aber nicht. Und brennt, stellt er sich wieder hin. Ja! Gold. Oh, der linke von mir kriegt erstmal mit meinem großen Zweien, ne, was ich natürlich gezogen habe. Jetzt. Fling! Zack! Jo. Auf den Kopf! Klong! Trifft! 10 Slashing Schaden. Magic Damage. Machst ihm Schaden. Als du einige. Du weißt nicht, was du triffst, weil der Körper von Würmern übersät ist, aber du bleibst in irgendwas zumindest stecken und einige Würmer fliegen durch die Gegend. Steht aber noch. Ja, widerlich! Zweiter Angriff! Zack. Triffst wieder. Oh, ein tiefer Schlag und viele Würmer fliegen durch die Gegend und er scheint zu wackeln. Du kannst jetzt auch unter den Würmern seinen Körper ausmachen, der humanoid aussieht, aber auch schon von dir schwer angeschlagen. Zwar kommt kein Blut mehr durch die Gegend, aber du kannst die Sehnen schon unter dem Körper durchschimmern. Und ich benutze einen Smite. Jo. Oh ja, nochmal 12 Radiant Damage. Jo, triffst ihn. Was heißt triffst ihn? Du machst ihn extra Schaden. Von ihm leuchtet er auf, platzt aber nicht und wackelnd steht er noch vor euch. Aber ihr siehst auch schon, dass er schwer verwundet zu sein scheint. Das ist schade. So, jetzt Philippus. Ja, gut, dann. Oder hast du noch was? Nö. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen. Ja, ist gut, ist gut. Wie läuft es bei euch? Ich esse. Ja, dann komme ich rüber. Boost of Speed. Wir kriegen beide einen Gelegenheitsangriff. Jo, warte kurz. So, Gelegenheitsangriffe, sagst du. Erster Angriff. Trifft dich eine 20? Du hast Disadvantage wegen Boots of Immer Speed. Noch? Ach, wegen Boots of Speed sogar Disadvantage? Ja, wenn er läuft halt, dann. Ah, okay. Dann trifft er dich nicht. Und der zweite. Was Look ist denn deine faster can go. Trifft dich auch nicht. I'm fast as fuck, bro. So, dann bist du dran. Warte. Ich wollte einen maneuvering Attack, glaube ich, machen. Nee, das war die falsche. Ich dachte, ich hatte irgendwo einen Manöver, womit ich einen wegbashen kann. Dann kann ich den von Sarah wegbashen. Ha. Ich glaube, das ist der, war der alte Combat Master, nicht der neue. Kann Damn. Ich dir leider nicht sagen. Und dann gehe ich hier hin. Das gibt keinen Gelegenheitsangriff, weil ich nicht bei dem rausgehe. Und greif den an. Ich bin jetzt aber in seiner Stinke-Aura. Einen Moment. Als du in seine Nähe gehst. Ich muss mal eben was würfeln, was ich immer vergesse gerade. Passiert immer noch nichts. Alles gut. Und dann greife ich den hier an. Jo, mach es. Ah, ich hab eine 11. Ja. Das war aber schon die 10 gewesen. Number one. Number two. Nach dem ersten Schlag geht dieses Geschöpf, was mit Würmern immer noch ziemlich voll ist, zu Boden. Zuckt etwas und die Würmer stülpen sich über ihn und scheinen ihn aufzufressen. Das ist aber ekelhaft. Dann geht die zweite Attacke auf den rechts daneben. Sorry. Jo, willst du nochmal neu? Ja, mach nochmal neu. Alles klar. Sind insgesamt 10 Schaden. Cuse ist eine gute Band. Was? Na hier. Spawn of Cuse. Achso. Und jetzt schlägst du den Zombie dem Kopf ab und diesmal steht er nicht wieder auf. Na, nicht so kopflos, mein Jüngchen. Fertig. Okay. Das war. Wow. Der Zombie. Läuft hier hin und greift dann. Wer ist mehr verwundet? Gold, ne? Greift dann Gold. Will dich mit seiner Faust schlagen, Gold. Schlägt in die Wand rein.
Kestus! Ich muss hier weg! Scheiße! Kestus, halt durch! Erst gegen den neben mir. Alter, schön, dass er aber verschwindet. Lass mich doch mal ein. Da ist es wieder. Sonst bin ich gleich weg. Jo, triffst ihn und schlägst ihn durch deinen Wirbelwind viele Würmer weg, aber er wackelt noch und steht noch. Wo war der Steelwind Strike Sound? Kam doch. Lass mir das ein. Da war er doch. Ganz leise. Dann natürlich steht mich hier. Steht auch noch. Okay. Zombie schwer verwundet, aber steht auch noch. Dann ist der dran. Und greift dich an, Kestus. Kannst du besser teleportieren? Mit seiner Faust. Trifft dich aber nicht. Dann ist der Spawn dran. Danke. Sarai ist tot. Und greift dich, Sarai, an. Zweimal mit seinen Krallen. Die Kestus, was zur Hölle machst du hier? Crit called. Oh, Entschuldigung, nicht an dich, Kestus. Ich hatte dich noch anvisiert. 8 Schaden auf dich, Sarai. Und ein zweiter Krallenhieb, der den über den Rücken fährt, trifft dich aber nicht. Aber mach mal ein Dex-Saving. Kestus, das hier ist die Frontlinie. Warum bist du hier? Da hinten war noch ein Zombie, den hättest du einfach vernichten müssen. Oh, Mann. Auch auf dich springen Würmer über. Aber du kannst sie auch im letzten Moment von deiner Haut wegwischen, als ein Wurm schon fast seinen Kopf in deine Hand sich bohrt. Es ist die Katze, sie hat dich gerettet. So, Aura, die Katze. Gerettet. Moment, war es die Katze? Es war die Aura, okay. Nicht disengage. Okay, das machst du. Dann ist Gold dran, ne? Du darfst da nichts mehr, oder? Gut, dann Gold. Dann gehe ich hier hin. Na warte! Zack, Gelegenheitsangriff bei dem Typen rechts. Jo. Wenn er noch einen hat. Ja, hat noch. Ist egal. Ich wusste ja, das war eine gute Frage. Ich glaube, der hatte aber noch einen. So, und dann greife ich den an mit meinen beiden, also mit meinen zwei Händen. Tu das. Trifft. Sehr gut. Und du kannst ihn von seinen Würmern befreien und töten. Dann gehe ich wieder zurück und hau dich wieder ein. Okay. Ich dachte nicht. Oh. Leider nicht. Plong, gegen die Wand gehauen. Gegen die Wand. Es klirrt einmal laut. Dann ist Philippus, ne? Scheiße Würmer, ey. Natürlich wissen, was die gemacht haben. Komm mal, Deck willst du auch nicht. Jo. Wir hätten nicht mal erraten können. Komm mal, Deck, du. Warte. Du kannst die zweite schon mal würfeln, ist okay. Aber er war schon nach der ersten tot. Scheiße. Dann geht jetzt. Ich würfel noch mal für den zweiten. Ja, okay. Das ist. Oh. Er geht leider vorbei. Was passiert jetzt? Ja, du triffst, weil die haben nur 8 Rüstung, aber es war halt eine natürliche 1, ne? Ich meine, warum halt man nochmal gewürfelt hat, ich habe nur einmal gedrückt. Hast du doppelt geklickt? Ja, wahrscheinlich. Dann hast du nur einmal gewürfelt, tatsächlich. Nur einmal. Nee, stimmt, zweimal, stimmt. Du hast einmal ja daneben gehauen. Ja, stimmt. Und dann hast du nochmal gewürfelt, ja. Dann, Kestus. Disengage. Okay, da ist der Zombie dran und Kestus, haut. Verpiss dich von der Frontlinie, du hast hier nichts verloren. Ich schnauze, du Scheiße. Er versucht auch Philippus zu schlagen, aber warte mal, das. Nur gegen seine Rüstung und du spürst die Vibration der Kraft des Zombies, aber er kommt nicht durch deine Rüstung durch. Dann ist er rein. Einmal deinen Job tun und nicht zu tanzen. Oh ja. Sehr schön. Die 20. Nachdem sie angeschlagen wurde. Der noch nicht verwundete Zombie, oder was heißt nicht verwundet, der ist voller Wunden natürlich, aber dein Feuerball brennt ihn etwas nieder. Aber er steht. Können wir bei ihm? Zack. Egal. 18 Schaden. Das ist ein Max-Schaden mit einem normalen Angriff. Und der Zombie geht zu Boden, als du ihn zersäbelst. Ahaha, dann habe ich noch ein bisschen Movement und dann gehe ich kurz hier hin und gucke einmal um die Ecke. Du siehst, zumindest als du reinguckst, siehst du keine weiteren Zombies. Du siehst nur auf einem erhöhten Podest den Lord der Zombies, wie er ärgerlich in deine Richtung starrt. Ich möchte ihn taunten. Ich möchte mein Schwert auf ihn richten und sagen, okay. Komm nach! Okay,
Dann gehe ich hinter dir. Dann bin ich fertig. Ich mache Obi die Tür zu. Okay. Ja, wir sollten den jetzt auch töten. War das ich alle? Ich stehe da verschmitzt mit meinem großen Zweihänder und warte auf ihn. Also sollte er kommen. Das weiß ich auch nicht. Gold. Komm mit. Ich stehe direkt vor der Tür schon. Ich bin fast tot, ey. Ich gehe doch nicht rein. Ich bin fast tot. Ja, wir haben ungefähr gleich viel Prozent. Ja. Okay. Auf ungefähr. Drei geht's los. Drei. Ich stürme voran. Okay. Ja, lass den Zwerg ruhig einlaufen. Der macht das schon. Wir warten. Wir können schon mal prophylaktisch Initiative würfeln, dass wir schon mal so eine Reihenfolge haben, was wer wann dran ist. Gebt mir Feuerschutz. Da ist mein Schritt gerade gewesen. Ich hab zwar nicht selber gewürfelt, aber die 20 nehme ich trotzdem. Das war ich. Ich wollte auf den Zombie klicken und dann hast du in dem Moment dich reingemacht. Ist okay, oder? Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Nehme ich. Konnte man nicht eigentlich auch ohne in dieses eine Menü reinzugehen, würfeln? Links an der Seite die Fahne. Aber das geht nur, wenn du schon nichts anderes gewürfelt hast. Die Fahne. Ah, da. So, Gold, was machst du? Du siehst, wie Philippus reinstürmt. Oh, dann würde ich mal gucken, wie viel entfernt ist der Bastard. Dann nehme ich mal an, dass der unter 120 Feet entfernt ist. Verdammt, ist er nicht. Anscheinend nicht. Wird aber da weg. Moment. Ich gehe 10 Feet nach vorne. Okay. Hey. Mann, jetzt sitzt du da. Hier 15 Feet nach vorne. Ja, und dann? Dann gucke ich ihn an. Ja, du kannst durch das Feuer hindurch sehen und du siehst ihn, wie er auf einem Stuhl steht. Sitzt, Entschuldigung. Und, ja, von da nicht. Okay. Alles gut. Und dann gucke ich ihn genauer an. Jawohl! Jo, du triffst ihn. Triffst ihn mit deinem Feuerbolt und machst ihm Schaden. Zumindest. Dann Philippus. Boots of Speed. Mhm. Ich kann nicht durch das Feuer, oder? Nee. Das ist eine große Schale, die voller Feuer ist und einige schon skelettierte Körper sind da am Brennen. Dann komme ich bis hierhin. Ja, kannst. Mach mal einen Perception-Wurf, als du vor den Tischen stehst. Okay. Du siehst, wie hier in dem Bereich ungefähr ein Dutzend toter Orks liegen. Pass auf, der hat doch noch was zum Beschwören. Dann musst du noch kurz warten. Kein Problem, wir bleiben einfach hinten und schießen auf ihn. Du machst das schon da vorne. Weil ich nicht angreife, kann ich mich nochmal bewegen, ne? Ja, Double Movement funktioniert. Okay. Ja. Oder kann ich auch über die Tische? Kannst du machen mit einem... Was ist das? Athletics? Ja, dankeschön. Ja, ist richtig. Der Text springen. Dann springe ich da drauf. Mhm. Mach's public, weil wir sehen das Resultat eh. Ja, kannst da drüber springen. Okay, dann springe ich hier drauf. Dann gehe ich bis zu ihm hin. Okay. Das war's. Bevor du was machst, oder bevor ihr was macht, benutzt der Zombie Lord seine legendäre Aktion Arise. Also am Ende seines Zuges. Arise, ja. My Masters. Am Ende des Zuges von Philippus, richtig? Ja, ja, genau, richtig. Ja, achso. Okay. Und ja, die Orks, die Orks, die da lagen. Geil! Feuerball, Junge! Traust dich nicht alleine gegen mich, du Feigling? Du wagst es, meinen Thron zu beschmutzen. Der ist durch dich schon schmutzig genug, du Bastard. Ah, ich muss dich mal kurz rausnehmen, Philippus. Ach, nur 9, ah, ich schieb dich mal kurz weg. Hey! Was ist das für eine Aktion? Hat mich an die Wand geklatscht. An die Wand. So.
So. Und die Zombies erheben sich mit wackeligen Beinen vom Boden. Und kommen langsam auf dich zugelaufen. Na, Zombie, warum hast du deine Zombies nicht hochgeschickt? Und einer springt auf dich zu und will dich beißen, Philippus. Verfehlt dich aber knapp. Sarai, was tust du? Ich könnte hier vorne etwas Hilfe gebrauchen. Feuerball, ne? Okay. Feuerball kommt! Incoming! Incoming! Ich ordere einen Artilleriestrike! Der broken ist. Klappt nicht gerade? Ne. Dann würfel mal manuell. Du hast den höher gecastet, ne, als der Dreier. Stimmt. Der hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Das war 9 dann, wa? Mhm. Du kannst nicht ganz einfach deinen. Das sind 30 Schaden, richtig? Das ist aber verdammt nee. Die Hälfte. Nee. Ja, nee, mach nicht 30, du hast aber ein komisches da. Ja, sind 33. Mach mal, bis du fertig bist. 33, okay? Jeder 1 ist quasi eine 2, ne? Ja, passt schon. 33 Schaden, die Hälfte wäre. 16 oder 17 jetzt? Immer abgerundet. Also 16 werden, dann muss ich doch würfeln. Deck Savings War, ne? Ja. Warte mal kurz, die haben doch eh nur. Nee, nee, ist kein Deck Save. Doch klar, ist das ein Deck Save. Was soll das sonst sein? Hä? Fireball ist doch Deck Savings War. Ja, ach so! Sorry, ich war gerade bei dem Wiederaufstehen. Ach so, nee. Warte mal kurz, was muss ich denn überhaupt schaffen? 19 oder so? Ich glaube schon. 19 oder so? Dann ersparen wir uns das. Und sind alle tot. Stehen auch nicht wieder auf. Ersparen wir uns das. Wir sind jetzt 9-mal mit minus 2 auf. Ja, ich müsste eine 23 würfeln mit minus 2, also. Nee. Nee, Moment mal, du machst 33 Schaden. Was kam alles auf den Saving Throw drauf? Auf den Saving Throw? Dein Dings ist 8 plus dein Dingens hier, dein Charakterbonus hier, dein Attributwert. Also 8 plus Attributwert plus Proficiency. Wieso ist denn da nicht Proficiency mit drin? Weil ich habe ja 10 durch mein Attribut. 8 plus 10 ist 18. 18 und dann Proficiency ist eigentlich 18. Dann müsste ich also jedes Mal eine 16 würfeln. Ne, Moment, 18 ist da ein Safe, da müsste ich jedes Mal eine 20 würfeln. Ja, dann schaffen sie nicht. Schafft keiner und du machst insgesamt 33 Schaden, dann müsste ich dann auch eine 37 würfeln. Nee, meine ich, ist tot. Alles in Ordnung. die haben doch, das sind Untote, die haben untotes Feature, die können wieder auferstehen. Dann muss ich DC deinen Schaden plus 5 machen. Du hast 33 Schaden gemacht. Plus 5 sind 37, ich müsste eine 37 würfeln. Ja, ist nicht machbar, sagen wir so. Auch wenn ich eine natürliche 20 mache, ist tot. Passt. Ne? Wenn man mit einem Schlag so viel Schaden macht, dann stehen die nicht wieder auf. So, Kestus, du bist aber dran. Kestus Giver ist am Start. Mhm. Gib ihm. Papa. Gib dir, Junge. Was machst du da? Das ist der Knaller. Warum steht da No Targets to Save? Da steht doch der Zombie drin. Der kann nicht gerettet werden. Was macht denn die Attacke überhaupt, Kevin? Kesus? Bist du da? Hallo? Du bist gemutet, du Geier. Der möchte halt Silent spielen. So, also, was passiert da jetzt? Der drin hat, heißt, er muss einen Stärke-Save machen, sonst kriegt beide 6 Bludgeoning-Schaden. Und was ist, wenn er schafft? Ich da erstmal keinen Schaden. Erstmal? Erstmal. Er benutzt nämlich eine seiner legendären Resistenzen, um es zu schaffen. Da benutze ich meine Bonus-Action und schieße ihn noch einen Lightning Bolt in die Fresse. Okay. Kannst du sowas schießen, Lightning Bolt? Nee, das ist aus der Wolke. Aus der Wolke, okay. Ja, dann mach. Da drin schicke ich noch Vorteile auf den Angriffswurf. Kommt nicht. Hallo? Kommt bisher nichts. Oh ja. Oh. Oh.
Oh, das dann hagelt auf ihn nieder. Ich sehe das Gift. Das Gift mit dem explodierenden Kopf. So. Der Zombie ist. Er geht aus deiner Sphäre raus. Oh. Ist das da schon? Und dann, Philippus, das habe ich vorhin vergessen, musst du mal bitte nachholen. Du bist ja innerhalb einer gewissen Reichweite von ihm. Ja, sicher. Was soll ich sagen? Mach mal bitte, weil jetzt, wo du so dran bist, es stinkt fürchterlich in seiner Nähe. Also es riecht im gesamten Raum, wo ihr gerade drin seid, riecht es nicht nur nach Feuer und Tod. Bei ihm riecht es richtig süßlich nach Verderben. Widerlich. Und nach Verbrennung. Ja. Auch drin, die Orks alle hier vorne. Nach Hühnchen Masala. Ja, die. Mach mal ein DC 16 Constitution Saving Throw. Oh, da wo ich das rieche. Boah, Junge, wasch dich doch mal. Kotzt ihm ins Gesicht. Da ist er geblendet. Okay, aber du kannst seinem Gestank entgegenwirken. Aber er steht dann vor dir und packt dich an die Schulter und du spürst, wie dein Leben den Körper verlässt. Aber du kannst ihm widerstehen. Hallo, dann noch nicht. Ich merke, wie mein Leben meinen Körper verlässt. Machst du mal die Stormsphäre weg, Kevin? Oder glaub nicht, dass du mehr. Oder bleib dir jetzt erstmal. Ich kann mich ja noch weiter schießen. Ah, okay. 60 Feet Reichweite. Oh Gott im Himmel. Dann kommt ein Zombie auf dich zu, Philippus, und springt auf dich zu und will sich wieder in die verbeißen. Trifft dich aber nicht. Schade. Ihr habt meine Zombies ausgelöscht. Jetzt lösche ich euch aus. Junge. Ja. Vielleicht. Philippus ist ja ein Zwerg in Anführungszeichen. Also kann ich ihn ja trotzdem ohne Malus treffen. Auch wenn Philippus ist kein Zwerg in dem Sinne. Er ist so 1,65. Er ist dieselbe Größe wie der Lord Zombie ungefähr. Ja, okay, dann ist er halt doch im Weg. Ja. Ist er schon. Unfähiger Mist. Egal. Wo war ich denn jetzt? Du hättest. Ah, nee, da ist nichts, schon gut. Der steht ja auf dem Podest, du kannst ihn sehen von da. Ist das bei dir richtig, Dedo, der Spellcasting DC? Von was? Dein Spellcasting DC. Ja, ist er. Dein Dingens hier, der Bonus, den du hast, der ist ja schon quasi Proficiency plus dein Bonus, ne? Ach so, stimmt. That's true. Ein Angriffsbonus, deswegen. Egal, was sagen wollte. Ich 13. Kann gerade nichts mehr machen für dich, Philippus. Du bist leider jetzt verschieden. Ich mache mir schon mal einen neuen Charakter, okay. Warte mal, ich. Also ich würde von hier aus einen Guiding Ball auf den ballern. Habe ich dann Malus, wenn ich den angreifen möchte? Ich bin ja extra nach oben gegangen. Da steht auch noch der andere Zombie zwischen. Ja, aber der ist ja tiefer, oder? Der greift ja von unten an. Ja, die sind schon auf einer Höhe, weil Philippus ist daneben. Hier ist eine Höhe. Okay. Wow, egal, dann. Der mit Disadvantage von da. Ja, weil hier sind auch noch. Natürlich, meinen einzigen Zauber von der Dings mache ich natürlich nicht mit Disadvantage. Das nee, hier ist auch noch Tische und Stühle, die. Dann greife ich ihn lieber mit Disadvantage Firebolt an. Ja, das geht. Dann machst du noch was? Durch. Dann Philippus. Sehr schön. Wählen wir den Typen mal an. Philippus steht da irgendwie im Weg, oder Sachai? Dafür tank ich. Ja, aber der dumm. Du kannst gerne tauschen und den Schaden von ihm kassieren. Noch hat er euch ja keinen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir ihn anzünden. Oh nein. Dann mache ich auf ihn Fainting Attack. Bitte draufklicken, ich will's ja. Ja, ich das bin ist das. Das. So, dann. Ja, das war Sonst nicht? Macht er einfach nur extra Würfel? Triffst du ihn? Nee, das macht schön. Und ich nehme die Bourbon Sith Charges. Und ich habe. Wie viele nimmst du? Dauert, ne? Wie war nochmal Advantage? Welche Taste? Ich hatte jetzt mit Shift gemacht, aber war Fall. Steuerung war das? Oder Alt. Alt. Okay, hier kommt die richtige. Hier kommt die richtige Attack. Ja, okay, dann mach nochmal neu. Hier kommt die richtige. Ja, die geht vorbei. Was ein Bauer. Entschuldigung. Mit Advantage. Ja, das tut mir leid, die geht dann vorbei. Hätte einfach nur einen wahrscheinlich gehabt. Das hätte gereicht.
die Sache ist ja, ich hätte ja den ersten nehmen können, aber die Sache ist ja, die Advantage ist ja mal eventuell ein Crit. Okay, ja, dann schlägst du mit dem ersten Schlag vorbei, als deine Axt auf den Thron niedergeht. Eine 1 und eine 4 hat er gewürfelt, toll. Willst du machen, ist leider so. Ja. Hast ja noch eine zweite Attacke. Ja, hier können wir, aber ich weiß nicht, ob ich den anderen angreifen soll. Wie stark sieht der andere aus? Das ist ein Ork-Zombie. So wie alle anderen Ork-Zombies, die du bisher auch gesehen hast, das sieht jetzt nicht besonders aus. Ja, ich mach den erstmal. Ich glaube nicht. Ah doch, triffst immer noch. Jo, machst du ein bisschen schade. Wie sagt doch zum Lord-Zombie? Ich bin gleich bei dir zurück. Ich werde dich einen kleinen Moment ausdauen. Sein, Dina. Lass mal lieber. Warte, er wird den ausbauen. Aussaugen, habe ich verstanden. Ne? Ich baue dich aus. Sorry, du bist nicht mein Typ. So, dann zünde ich ihn mal an, damit es richtig nach stinkender Kacke riecht. Ey. Oh ja. So, ja. Immolation. Oh. Geil. So, reingeschissen, ne? Kann man so sagen. Das war ein Angriffswurf von mir. Warte mal, das ist doch kein Angriffswurf, oder? Das weiß ich nicht. Das ist auch mal, weil er dann Nee, das ist kein Angriffswurf. Das ist nämlich wieder total für den Arsch hier, dieses Ding. Der muss einen Dex Saving Throw machen. Gut, dann benutzt er eine seiner legendären Resistenzen. Und schafft. Kriegt trotzdem Hälfte Schaden, oder? Das weiß ich nicht. Du kriegst nur halt nicht den Bonus Brennschaden nächste Runde. Weiß ich nicht, das könnte doch so direkt Mist gewesen sein, oder? War irgendwie komisch bei dem. Half as much. Okay. Genau. Half as much, also 16. 17? Ah ja, natürlich. Vollkommen richtig. Ja. Ja, Mathe. Jo, triffst ihn. Und brennst ihn in einem Loch durch seine Brust. Oh, er steht aber noch. Und selbst das Feuer spürt er durch seinen Körper, obwohl er... Ja, dann muss ich meine Bonus-Action dann, um ihn dann ein bisschen zu setzen. Zauber funktionieren nicht. Oh, ja. Oh. Jo, machst du ihm Schaden? Als Blitze auf ihn niedergehen? Richtiger Thrall hier, ey. Und dann, warte mal, kann ich den schießen irgendwie da rein? Ich muss mal gucken. Das ist der Kettenblitz. Falsche Level. Da. Locregano, geil. Kann ich ihn gar nicht anvisieren irgendwie? Oh, ganz hinten in die Wand kann ich knallen. Okay. Oh, da. Da finde ich noch einen Ort. Der Zombie benutzt seine letzte Resistenz, um das zu schaffen, während der Ork... Feuerball! Ja, Ork wird halt weggefetzt. Warte. Wie viel Schaden machst du? Was steht da? 33? Die Hälfte davon ist... 16. Ja, danke schön. Er müsste aber eigentlich da stehen zum Anklicken. Stand da nicht, weil ich... Ach ja, wow, steht da natürlich. Hey, ja, ist egal, jetzt habe ich manuell gemacht. Er steht noch und sieht aber schon schwer verwundet aus. Aber das Schöne ist, jetzt ist er dran. In Ordnung, Philippus kann das Ding. Er holt mit seiner brennenden Faust aus und will Philippus ins Gesicht schlagen. Ey, das war jetzt nicht nett. Trifft aber nicht und dann... Hält er aber mit der Faust inne und hält dich am Hals fest und du spürst wieder, wie er versucht, dein Leben auszusaugen. Krallt. Trifft aber auch nicht. Riolatas, is that you? Nee. Alter, was ist denn heute mal wieder los? Okay. Dann Gold. Er versucht mich zu würgen, nehme ich seine Hand und tu die weg. Nein. Und steigert. Damit hast du nicht gerechnet. Hast keine Disadvantage von da, ne? Oh ja. Nee, hast kein. Egal! Feuerbolt! Benutzt keine Spells für dich. Jo, du triffst. Machst ihm 9 Schaden. Dann bin ich fertig. Warte. Achso. Das ist der Zombie-Lord anscheinend auch. Denn er sackt zu Boden. Du siehst noch sein Zucken. Und dann geht er langsam in Flammen auf. Und du hörst noch ein Klirren, als er
brennt, den Thron herunterfällt. Was ist das jetzt? Mach ich mein Zauber, da geht noch 8 Runden. Und dann, dann habt ihr noch so im Hinterkopf die starken Generäle, die sind im Saal. Das jetzt nicht gerade ein starker Kämpfer war. Mach mal die Stormsphäre weg. Ich durchsuche ihn und möchte den Schlüssel an mich nehmen. Du kommst auch in seine Nähe und neben dem Feuergeruch kommt ja auch ein stinkender Duft. Widerlich. Und du durchwühlst seine... Ich müsste schon längst damit fertig sein, ihn zu durchwühlen, wo Gold ankommt. Ja, letztes Mal hast du auch einfach gesagt. Dann sagst du, du durchwühlst ihn und neben fleischigen Überresten, verkokelten Überresten und ekliger Kleidung findest du einen Schlüsselbund mit einem dicken Schlüssel dran. Jetzt auf dem Thron. Ja, nimm du ihn, Philippus. Ja, hat ihn schon. Ich halte ihn über meinen Kopf. Dö. Okay, ich habe den Schlüssel. Erst ein Bier abzapfen noch, ne? Unten. Ja, gibt's hier noch irgendwas zu plündern? Hier steht in einem etwas größeren Saal. Ist das Bier? Nee, leider nicht. Leichenbier. Wie gesagt, mit diesem Feuer, wo andere Leichen auch schon drin stecken. Und bis auf so vereinzelte Würmer, die hier rumkriechen und so, ist er aber ziemlich kaputt und runtergekommen. Und da stehen auch keine Truhe oder Schränke so wirklich. Es scheint halt wirklich ein Saal zu sein, in dem Zombies gelagert wurden oder vielleicht wieder erschaffen wurden. Was für ein ödes Leben. Ich nehme die riesen Bärenfälle hier mit. Da liegen keine Bärenfälle, das ist Erde. Ich schaue mal hier in das Feuer hinein, ob da irgendwas drin liegt. Ja, da brennen gerade einige Leichen. Dann werfe ich den Lord Zombie rein. Und ich oh ja, Gold, du siehst tatsächlich, als du da ankommst. Ja, ich würde da mal reingucken. Endet, ein bisschen. Und hier geht's in endlose Tiefen. Und du siehst auch, wenn du rüberschaust, eine Brücke, die über diese Tiefe führt. Gold, was sehen deine Goldaugen? Ich sehe nichts, wenn man nach unten schaut. Ansonsten ist dort hinten eine Brücke. Wahrscheinlich müssen wir dort rüber. Sieht aber nicht sehr vertrauenswürdig aus. Ich würde passen. Na, dann kommt mal mit. Versuchen wir doch diesen Schlüssel am Tor. Die Idee. Kämpfen. Mein Mana ist alle. Short Rest. Irgendwie war ich kurz am Längen hier. Was ist mit einer kurzen Pause? Aber nicht neben den Saal, diese Würmer sind ekelhaft. Wo denn sonst? Ja, wer da am Tor gerade ist, kann ja, mal einen Perception-Wurf machen. Wer am Tor nur ist. Ja, ich. Ich gehe nicht ans Tor. Obacht, da ist okay. Nichts! Doch, du hörst tatsächlich durch das Eisentor leise gedämpfte Schritte. Getrappel, wie wenn sich mehrere Gestalten in Bewegung setzen. Und langsam verklingen sie etwas. Du weißt jetzt nicht, wie weit sie entfernt sind oder so, weil dieses Eisentor ist schon dick. Du hörst das so ganz leise nur durch. Ich wehr. Viele Gestalten. Ich nehme ein Glas und lege das gegen die Tür, dann kann ich besser hören. Du hörst, ja, mach mal Perception. Hast du auch ein Glas? Nein. Wow. du hörst aber dasselbe wie Gold tatsächlich, Schritte von circa einem Dutzend Wesen, die leiser werden. Ich habe ein Glas. Okay, dann hörst du es trotzdem. Okay. Und zwar einen Heiltrank. Ach, du hast doch einen Heiltrank. Nee, die leergetrunkenen. Dann so. Habe ich doch das Glas noch davon. Wenn du das noch so hast, dann ja. Das weiß ich nicht. Normalerweise trinkt man das ja aus, aber eigentlich ist das Glas ja da. Mhm. Ja, meinst du, wir werfen die einfach weg? Oder? Wahrscheinlich, dachte ich. Oder zwischendurch so in so einen Glascontainer rein? Die Russen beim Trinken. Und zack, das Ding hinter sich geschmissen. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt da rein oder machen wir erst Pause? Wir müssen es aber beeilen, weil kann ja sein, dass das nicht irgendwie 60 Minuten oder so sind, die brauchen, um zu reden. Nicht, dass die Generäle uns besser, als wenn wir tot umfallen, wenn wir da reinkommen.
Wir machen jetzt Pause. Hör lieber auf Sarai, wenn wir keine andere Wahl haben. Macht ihr Pause? Ja. Ihr habt eine Stunde? Widerwillig, ja. Die Blumen im Raum. Stimmt doch. Wo die Betten sind. Ich sage ja, das ist besser als da, wo die Würmer noch. Ja, aber dann müssen wir sich extra hinziehen jetzt zu den Betten, oder? Ach so, ihr wollt einmal da eine Stunde und dann wieder zurück. Nein, braucht ihr euch nicht extra hinziehen. Alles gut. Und in der Stunde, wo ihr da seid, würde ich mich erstmal heilen wollen. Die Generäle wieder. Passiert auch erstmal nicht. Ja, mal was anderes als Einsen würfeln. Da war eine 2. Ach nee, oh. Ich weiß nicht, welche meine Würfel. Ach, da oben. Da war eine. Da habe ich da irgendwas von Sarai gesehen. Doch nicht. Oh. Alter. Ah, muss reichen. Alter. So, nachdem ihr letztes Mal so unfassbares Glück hattet, sah halt nicht so aus. Voll. Alle Würfel, was wir brauchen, war voll. Und dann noch mein das hier, ne? Ich krieg 5. Mit's Klo. Ja, tu das. So, das kannst du dir nur wagen, auf Klo zu gehen. Ich hab noch 3 Zauber für heute. Das ist gut. Denn dir kann ich sagen, weil du das noch in Erinnerung hast, du bist ja einmal in der Vision durch seine Basis geflogen, ne? Die war riesig. Die war gigantisch. Was ihr gerade oder wo ihr gerade so wart, ist vielleicht ein Viertel der Größe. Das heißt ja nicht, dass alles voller Dings ist, aber ein Viertel der Größe einer Etage habt ihr gerade. Das ist doch nicht mal die Armee. Das ist vollkommen richtig. Jetzt kommen auch die Generäle. Die waren sogar gar nicht auf dieser Etage. Sind sie immer noch nicht? Anscheinend noch nicht. Es scheint eine wichtige Besprechung zu sein. Wir müssen uns beilen, mach auf da! Ja, ich bin bereit, direkt drauf zu stürmen auf die Gegner. Ich will jetzt mal die Zombies drauf schicken. Okay, wenn ihr bereit seid, dann mache ich die Tür auf. Sarai? Sarai ist gerade auf Toilette. Die ist halt in die Ecke gegangen. Ich warte, bis sie von der Palisaden, Palisadenhauten runterkommt. Dann wieder. Nein. Ich öffne die Tür. Jo. Wie machst du das? Langsam? Oder schnell? Oder vorsichtig? Führe den Schlüssel in das Loch und drehe ihn langsam rum. Genatzt. Ihr müsst es jetzt öffnen können. Alter, seid ihr für ein Raum? Es ist kein Raum. Jeden Leere. Ihr kommt in einem, oder ihr seht einen gewaltigen Gold. Raum. Das macht man einen Perception-Wurf. Das ist der Boss-Fight-Room. Ja, riecht sowas von nach einer Falle. Ich hab's schon gesehen. Und Jan geht direkt einfach rein. Ich geh rein. Gibt übrigens ein Modul, da kann man so einen Dark Souls-Boss-Balken einblenden. Bei was? Gibt es so ein Modul, kann man Dark Souls Boss-Balken einblenden. Ja, aber ohne Witz, ich muss mir das sagen. Weil du ja hier Boss-Music. Philippus und wer ist das? Kestus, ihr seht im Raum verteilt und dann vor allem hier an der Brücke viele Fußabdrücke, die Richtung Brücke gehen. Fußabdrücke. Und ihr seht von da auch, dass hier hinten in einen anderen Raum, ihr könnt soweit sehen, ne? Ich sehe den da. Dass da ein Boneclaw steht an der Brücke und wartet. Nein! Der will die Brücke durchschneiden. Ja, genau. Der will sie durchhämmern. Ignoriert bitte die Spinnenweben, die hier überall sind. Kein Problem. Das müssen Spinnen sein. Nein! Nie wieder! Rate mal, was ich vorher hier hatte. Nein! Ich habe eine glorreiche Idee. Wenn wir die Brücke jetzt kaputt machen, kommt Xoxer mit seiner Armee erst gar nicht aus seinem Unterschlupf. Gold, nein! Wir wollen erstmal seinen Plan erfahren. Wir müssen herausfinden, wie sie die Barriere von Ephus umgehen wollen. Danach können wir die Brücke zerstören. Wahrscheinlich haben sie einen Verräter unter euch. Wir sind nicht bereit für einen Kampf. Es war mir schon immer klar, dass einer von euren Venatoren ein falsches Spiel treibt. Okay, Leute, ich habe mich denen angeschlossen. Wie viel Zauber hast du noch heute, Sarai?
Einige. Die brauchst du auch noch. Wir haben erst mal ein Viertel geschafft ungefähr. Was ich von meiner Vision weiß. Ich hab 8. Ich hab noch 8. Ich hab 3. Gut. Einer von Level 1er, einer von Level 2er. Ich hab 6. Und meine Axt. Mein höchster Spell ist und meine Axt. Ja. Also ihr wolltet gerade schon die Short resten. Ich habe auch nichts euch bekommen durch diese Short Rest. Ein Zauber. Ja, egal. Ich 2 Manöver bekommen. Und meine Boaban Sith Charges sind weg. Ah ne, ich hatte keine mehr. Ich möchte mir mal die Brücke genauer angucken. Sieht die sicher aus? Du siehst zumindest, dass Fußabdrücke Richtung Brücke führen. Und da die Brücke noch steht, scheint sie stabil zu sein. Und auch so scheint es eine stabile, dicke Holzbrücke zu sein. Als ich hier durch den mitten im Raum stehe, höre ich keine Bossmusik. Nö. Ihr seht nur ziemlich viele Fußabdrücke in diesem Raum. Zass. Ich versuche meinen ersten Ritt auf die Brücke zu setzen. Wo kommen die Fußabdrücke her? Die Brücke ist stabil und weg. Die Fußabdrücke kannst du nicht genau ausmachen, aber du siehst halt viele Fußabdrücke, die teilweise aus dem Raum rausführen, Richtung Flur, wo ihr herkamt. Aber ihr seht auch recht frische Fußabdrücke, die über die Brücke führen. Was sind das hier für Blutspuren? Das sind Blutspuren. Anscheinend wurde da mal was, oder ist da mal was passiert, wo was geblutet hat. Untergeschmissen worden. Der Spalt, der gemacht worden sein. Spalt, die Erde blutet! Nein, sie haben irgendwelche Opfer darunter geschmissen. Und ihr seht jetzt auch, als ihr natürlich im Raum seid, dass diese Spalte tief ins Erdinnere führt und ihr könnt nur gehende Schwärze sehen. Ihr wisst nicht, wie tief es ist. Es gibt Legenden, dass wenn man in tiefe Erdlöcher fällt, man im Unterreich herauskommt. Ja, auf der anderen Seite der Welt. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Auf welcher Seite in der Bibel steht das? Hedita! 4, Paragraph 8. Nee, ich glaube, den gibt es nicht. Ich nehme einen Stein und werf den runter. Und dann höre ich. Du hörst ihn erst an den Wänden abprallen? Ah, nee, ich will ihn so, dass er in die Mitte fliegt. Also ich werf den mit so einem Stein nach vorne. Okay, wirf den in die Mitte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ich höre den Stein. Ich habe dir den gehört. Ich glaube, ich habe den verpasst. Wir können nochmal testen. Das ist... Nein. Kann man hier eine Fackel runterwerfen? Ist das nicht besser? Kannst du probieren, klar. Ich mache das viel anders. Ich einfach einen Stein nehmen, Light drauf casten und runterschmeißen. Okay. Mach ich. Warum wollt ihr genau jetzt die Tiefe herausfinden? Du hast diesen leuchtenden Stein in der Hand, wirfst ihn runter. Und irgendwann wird er von der Schwärze verschluckt. Du kannst das Licht nicht mehr sehen. Gut, dass ich Federfall kann. Kann ich wirklich. Gut. Ich weiß, wie lange du das machen möchtest. Ich könnte das noch 8-mal casten. Auf jeweils 5 Kreaturen. Hattest du vorhin den Fuß auf die Brücke eigentlich gesetzt? Ja. Wackelt nicht, ne? Ist fest. Okay. Ah, sieht ziemlich fest aus. Wie dick sind die Seile? Das sind schon, du hattest hohe Stärke, ne? Ich? Nee, doch nicht. Wer hat hier eine hohe Stärke? Ich nicht, aber ich benutze quasi Charisma als Stärke, also doch. Ne, ich meinte jetzt nur, okay, ja. Philippus zum Beispiel hat ziemlich muskulöse Oberarme, ne? Na, schon gute, dicke Oberarme. Das sind schon... Boah, geile Armchen. Das sind schon so bestimmt im Durchmesser 2 Meter dicke Seile. Ja, die sind richtig fest. 2 Meter dicke Seile? 2 Meter Durchmesser Seile? Ja. Das sind richtige Oschis. Junge, wer hat die denn gewebt? Also das ist wirklich... Und die Brücke sieht jetzt hier eng aus. Da passen bestimmt... Das sind, ist eine Brücke von so gut... 3-4 Meter Breite auch. Das ist keine Brücke, das ist ein Highway. Mann, oh,
zeigen, wenn da. Aber es ist schon eine richtig dicke Brücke. Du kannst auch ohne Probleme kannst du rübergehen. Das heißt, ich möchte mich natürlich immer umgucken. Jo, dann siehst du das, was du siehst. Außer eine Mauer ist mal wieder gebaut. Ihr könnt überlegen, die schon mal anzusägen für später. Oh, nein, dann wollte ich schon gehen. Sehe ich denn die Bone Claw dahin? Ja, die siehst du und die sieht euch auch, wie ihr rüberkommt. Na, dann möchte ich die mal auf 120 Metern, möchte ich die bitte einmal. Den kennen wir doch. Den habe ich da letztes Mal erst weggespült. Dann haben wir ihn getötet. Warum lebt er noch? Vielleicht ist es ein anderer. Das Ding, was er auch. Und nun mal so, als Info für euch, nicht metamäßig, sondern das wisst ihr auch so, hier im Untergrund, ne, kein Sonnenlicht, recht dunkel, Fackeln sind überall, ne? Mehr sage ich nicht. Viele Schatten. Ja. Zum Teleportieren. Ja, ich caste Light auf meine Rüstung. Okay. Ich leuchte. Mhm. Und wirfst noch mehr Schatten. Ja, ist egal. Solange Licht ist. Und dann möchte ich den anvisieren und dann. Und dann was? Hast du irgendwas gemacht? Gold. Achso. Jo, du triffst. Keiner ist so schade. Und der Bone Claw fängt an zu zucken. Und ja, Initiative kommt. Da war er doch. Und er leuchtet jetzt, ne? Und er leuchtet, vollkommen richtig. Hättest du ja nicht warten können, bis wir mal über diese verdammte Brücke sind. Guck mal, was da vorne steht! Das steht gleich hier auf der Brücke. Der wäre auch so, wenn wir hingelaufen wären. Oh. Die Bornklau. Rip. Kein Problem. Alter, hast du eine Reichweite mit Teleportieren gehabt? Ich hoffe ja. Ist egal, aber der kann sie nicht teleportieren. Die Bornklau leuchtet. Oh ja, er leuchtet. Mhm. Aber nicht so krass, ne? Der leuchtet, der schimmert eher. Ja, aber geil, den Bolt, ne? Habt ihr gemacht? Dann bewegt sich die Bornclaw auf euch zu und kommt bis hier hin. So. Der Erste, der angreift, hat Vorteil. So, Jesus, du bist mach dran. Mach das mit Bedacht. Ja, mit Bedacht. Ich hab nicht viel zum Bedacht. Bedacht. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich hab noch mal praktisch, ich glaube nicht viel einsetzen gegen den. Und auch als die Bornclaw die Brücke betritt, und ihr seht ja, das ist ein großes Wesen, wiegt auch ziemlich viel, die Brücke wackelt nicht. Meistens Geschoss. Okay. Triffst ihn. Next. Was oh, ist das? Ja, das Gott ist im quasi Himmel. Das Licht, was ich emittiere. Aber das Problem ist, ich hab verkackt. Weil das ja gleichzeitig die Aura in dem Sinne ist. Ich hab vergessen, dass das ja... Okay. Nicht schlimm. Ich mach dann mal kurz wieder zurück. Was hast du denn vor zu machen? Ja, das... Dann kannst du vielleicht erstmal angreifen oder so, dann können wir nämlich schon mal weitermachen, bevor ja, ich würde ich auch sagen. So, ich hab das mal wieder zurückgemacht. Okay, perfekt. Gut, dann habe ich das gemacht. Dann. Okay. Kurz Klo. Ich hier hin. Nimm mein Schwert heraus. Ach Quatsch, stimmt gar nicht. Das nimm mein Schild in die Hand. Zack. Und einen der Dagger. Ah ne, auch nicht. Das macht auch keinen Sinn. Okay, das macht keinen Sinn. Nein, ich nehme natürlich mein große Schwert in die Hand. Da fliegt ein Käfer bei dir. Scheiße, das Schild, so, und warte dann darauf, dass er mich angreift mit einem Instanz. Oh Gott. Der teleportiert sich einfach hinter euch. Teleports behind you. Können sie ja nicht, ich leuchte ja. Ja. Ich leuchte. Das heißt zwischen Philippus und zerreißen Schatten. Kein groß genug. Das war's. Kommt näher, kommt in meine Aura. Firebolt. Okay, du hast das Advantage, ne? Du hast quasi die Advantage getriggert. Darf's nochmal? Die Advantage getriggert hat doch... Ah nee, hat er nicht, war Magic Missile. Nee. Willst du nochmal? Ich wollte nicht mit Firebolt machen. Ja, nämlich die 10 dann, ne? Ja. Gut.
Dan Philippus. Und er glitzert nicht mehr. Okay, und er glitzert nicht mehr. Oh Gott. Fertig. Dan oh ist Gott. Die Bornclaw. Vollkommen asynchron, was tust du da? So, jetzt regelfrei, da kennst du dich besser aus, Jan, im, ne? Du bist nicht im Takt, Junge! Ist das hier ein dunkler Platz, wo man theoretisch hinteleportieren kann? Da steht, dass es in Dimlight geht, das glaube ich, ne? Nur nicht in Bright Light, oder? In Dimlight geht's. Die Frage ist nur, du hast so eine Light-Aura, ne? Kann er sich da durchteleportieren? Geht das? Durchteleportieren, ja, der muss das, den Ding nur sehen. Meine Light-Aura, beziehungsweise, warte mal, ich kann dir nochmal sagen. Ich kann dir das mal hier rein. Oh, steht jetzt nicht. Bis hier ist Bright Light. Bei Cestus ist Dimlight schon. Also kann er sich. Bei Cestus. Bei Cestus ist er. Ist Dimlight. Also hinter Cestus, wenn er die Reichweite hat, kann er sich. Hat er nicht. Der würde nur bis hierhin kommen und das geht nicht, sagst du, ne? Ne. Gut, das wollte ich nur wissen. Leider. Dann geht er aber. Warte mal kurz, wo steht der? Ich hätte ihn mit einer Fähigkeit töten können, eigentlich. Wenn ich Glück habe. Dann geht er bis hierhin. Husten runter. Also nicht ganz in der Aura. Flieht! Und. Eine Klauenattacke auf dich. Gold. Ja, Disadvantage. Ah, sehr gut. Trifft eh nicht. Disadvantage. Oh, okay. Ja, Entschuldigung. Das war ich. Und eine zweite Klauenattacke auf Philippus. Mit Disadvantage, sagst du, ne? Mhm. Ja. Das sind beide in der Death Stance. Reicht mir die Hand zum Tanz. Trifft dich aber. Oi, oi, oi. Nach dir 26 Schaden. Und mach mal bitte einen. Nee, das ist automatisch gegrappelt. Ich guck gerade, wegen Escape DC ist das noch. Escape ist du bist gegrappelt und wirst 10 Feet zu ihm gezogen. Oh shit! Und stehst jetzt quasi 5 Feet von ihm entfernt. Schmeiß sie runter! Gegrappelt? Dann ist er, glaube ich, in seiner Hand ist er jetzt gerade. Ja, quasi in der Hand ist er drin. Ich mach dir mal eines Handsymbol so. Er wird wieder gegessen. Wenn ich jetzt den Typen hochheben sollte, ist Philippus genau mit. Ich kann zwei mit einkillen. Der hat ihn quasi, ich zeige euch nochmal das Bild. Jan kennt ihn, ihr wahrscheinlich ja auch. Ne? Guckt euch die Krallen an, der ist jetzt in der Hand quasi drin. Dinger, ey. Eieieiei, der Gute. Meine Kill-Strategie zerstört, Philippus. Du bist jetzt dran, Kissus. Oh, danke schön. Mein Bein! Ah, ich wollte ihn gerade über die Brücke werfen. Jetzt geht's nicht mehr. Dann einen schönen Fireball. Komm lieber näher ran! Ich sag's euch, Homebrew-Regel, bei einer natürlichen 1, wenn jemand gegrappelt ist, dann trefft ihr den. Vielleicht. Okay. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit da. Weil er hat ihn halt in der Hand, ne? Ich muss trotzdem schießen. Was soll ich anders machen? Heiß! Oh. Ja, beziehungsweise du schießt vorbei. Keine Eins. Okay, ich höre erstmal auf, mich da blöd zu bewegen hier. Danke. Nimm natürlich mein geiles Greatsword. Auch bei Nahangriff. Oh, warte mal kurz. Ja, okay, mach erstmal. Du kriegst alles den, gut. Ich weiß. Ja, du weißt, kriegst eine, ne? Bin ich in seine Range denn reingelaufen oder war ich schon in der Range? Ja, du bist. Nee, du bist jetzt reingelaufen. Nee, stimmt gar nicht, du warst schon drin. Deswegen. Du warst schon drin. Er hat euch ja angegriffen. Ihr wart drin. So. Und dann keine natürliche Eins, bitte. Ich bin im Nahkampf, egal. Ja, Philippus hängt da ja so zwischen. Zonk. Boah, das ist nicht so viel. Triffst ihn aber natürlich. Schlägst ihn etwas am Arm. Crit-Karte gelöst. Oh, von der 20 auf die 8. Aber du triffst. Oh, das war's dann. Benutzt keine Spells gegen dich. Er wackelt schon etwas hin und her. Und Philippus, du hängst so halb über den Abgrund. Puh, das war fast Philippus. Dann Philippus, du bist in seinen Krallen quasi drin. Du könntest dann versuchen, rauszukommen. Geh ich wieder raus. Dann ich finde das lustig. Einen DC 14 Escape. Also im Grunde ist das. Was ist denn das? Athletics oder Acrobatics? Genau das. Dankeschön. Ja, vergesst kann ich rauswinden oder mit Kraft rausbrechen? Ich breche raus. Seine Clown. Sehr schön. Das war deine Movement, oder? Das oder ist komplett Aktion, leider. Oh. Das ist eine komplette Aktion. Schade. Asozial. Ja, aber du bist nicht mehr drin. Neue Bonusaktion. Ist nächste Runde. Bis er jetzt dran ist, greift er nicht wieder. Aber erst greift er Gold an. Verdammt.
normal, ich trifft dich aber nicht. Ah, zum Glück. Nimm deine Wunden von mir! Und dann versucht er wieder Philippus anzugreifen. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh Gott. Oh, habt ihr ein Glück. Oh, hallo, ja. Der hat mir mit einem Schlag die ein Drittel der HP gekostet. Mich kein Glück. Mann. Schmeiß ihn rüber! Ist jetzt Käse. Schmeiß ihn runter. Schweine. Du bist immer noch müde, falls du was sagen solltest. Gavin, warum müde so klar war? Ja, Gavin, du. Ist die Musik aus? Wir würden dich schon hören, ne? Kann man nicht mal Musik hier. Doch, klar, haben wir Musik gehabt. Ich höre den nicht. Ach, scheiß mal drauf, probier es. Ist kein Jockey hier. So ist er, doch. Bei mir ist Jockey drin, aber ich mach nochmal. Was war das? Das war der Telekinesis Warcraft 3 Sound. Mhm. Ja, warte, gib mir kurz einen Moment. M-Quit. Hä, wie war denn das? Wie kann man. Ach, M-Leaf war das. Probier irgendwas. Was muss ich denn würfeln, Kevin? Das ist jetzt ein konkurrierender Wurf. Das ist mein Spellcasting Ability gegen Stärke von dir. Irgendwie haut der Jockey nicht ab, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal probieren. Ganz einfach. Konkurrierender Stärke, sagst du, ne? Also Stärke Savings vor? Bei dir ist das, nee, einfach nur Stärkewurf. Also Ability Check. Ja. Oh, das könnte früh sein bei dem. Oh, das liegt da. Ja. Dann kann ich den jetzt 30 Feet bewegen. Mhm. Und hier hin und lass ihn dann fallen. Macht das irgendwas, weil der large ist noch? Bonus oder so? Nö. Nee, ne? Ich kann bis huge kann ich hochheben. Okay. Weg ist er. Naja. Jockey macht nichts. Ne? Jockey ist offline, ey. Was ist mit ihm los? Jockey, komm zurück! Na, das wird die offline. Jockey war. Ich hab ihn auch weggemacht. Der wurde auch gepurcht. Ihr seht auf jeden Fall, wie der Boneclaw vor euren Augen in die Luft gehoben wird, gegen die Wand geschleudert und dann. Einfach nur abgeschaut. Ja! Dass es da unten dunkel ist. Und ihr seht und hört nach ein paar Sekunden nichts mehr und er ist verschwunden. Der will sich rächen. Der kehrt in Episode 3 zurück. You remember me? You did this to me. Nur mein Hass hat mich am Leben gehalten. Kann ich jetzt adoptieren? Nein, der kriegt nur ein kleines Essay. Ihr Schweine, ihr. Ich mag den Zauber langsam, das ist richtig lustig. Das kann man lustiger sagen. Ehrlich? Wollen wir nicht einfach hier warten, bis die Generäle wieder kommen? Ich kann ja heute nicht mehr machen. Wie gesagt, ich kann ja heute nicht mehr machen, dann geht nur 10 Minuten. Ich finde das lustig, ey. Erst Xoxas silence, dann runterschmeißen. Bucketlist auf jeden Fall schon mal nach Spinnen, keine Brücken mehr. Everybody Gangster until the Licht starts flying. Ja, deswegen vorher silent. Wer da raus kann, der Jäger zaubern bei der Brücke. Okay. Uns beeilen. Füllt sich der Bossbalken vom Boneclaw wieder auf? Nein, oder? Nö. Dann ist der Fakt vorbei. Passt auf die Spinnen auf. Was geht los? Die Schweine. Dieser klebrige Boden. Was ist hier passiert? Das Zauberspinnennetz. Ich glaube, der Boneclaw hat die Spinnen getötet. Ja. Warum kann ich durch Wände gucken? Warum ist da keine Wand? Die Spinnen hatten keine Chance. Warum ist da auch keine Wand und hier auch nicht? Weiß ich nicht, weil Wände sind da. Und hier auch nicht. Weil die Map zu groß ist. Aber hier ist eine. Hol ich jetzt die Tür auf. Nein, erst lauschen, aber... Alles gut. Noch mehr Spinnen. Keine Menschenseele. Das erst recht nicht. Ist das denn hier? Ich möchte einmal nischen, genau. Ich möchte einmal lauschen. Mhm. Ich lausche mit. Mhm. Mit meinem Glas. Eure Köpfe berühren sich. Gabe! Okay. Eure Lippen berühren sich auch. Widerlich. Eure Halbglatzen berühren sich. Ja? Halbglatzen. Du hörst tatsächlich hinter der Tür, und sowas ähnliches habt ihr schon mal gehört, Gegröle und Geschmatze und ein Feuer, was brennt.
als der zweite Pressraum. Wenn wir uns beeilen, können wir sie mit einem Feuerball ausschalten. Guck in die Runde. Alle. Haben wir noch einen? Die ist alle. Leuchten wir vielleicht erstmal weiter. Nun. Noch habe ich mein Telekinese sauber. Das ist alles, was ich habe. Nun ja. Gehen wir mal weiter. Denk dran, Gold. Jetzt keine Leute anarmieren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du hast dahinter schlurfende Schritte. Hier schlurft was. Mehrere Leute schlurfen. Da muss ich mal rasch. Das ist wahrscheinlich eine Wache. Irgendwas müssen wir tun. Ja, wir können noch weiter horchen. Ich versuche die Tür ganz langsam aufzumachen. Um einmal durchzugucken. Mach mal einen Stealth-Wurf. Oh, ich bin richtig gut in Stealth. Moment. Mit Nachteil, danke. Weiß. Oha. Gold öffnet die Tür etwas lauter und in dem Moment drehen sich mehrere Köpfe nach dir um und ihr seht mehrere Skelette in dem Raum stehen. Gold, was hast du dabei gedacht? Ist das ein Feuerskelett da hinten? Ich sag, Sorgs hast zum Gruße. Die schauen sich euch an und seid gegrüßt. Ihr habt euch wohl. Welche Sprache sprecht ihr? Ich spreche amerikanisch. Common natürlich. Ich spreche im Initiative. Würfelt erstmal Initiative. Das heißt ja nicht, es kommt zum Kampf, sondern dass wir so eine Reihenfolge schon mal haben, falls es zum Kampf kommt. Immerhin eine gute Initiative. Oh mein Gott. Nee, heißt ja erstmal noch nicht. Also, was macht ihr, als ihr die Tür aufmacht? Wir sind ja noch nicht. Salutiere so. Und sag Sorgs hast zum Gruß und will die Tür wieder zumachen. Good day. Okay, du machst die Tür wieder zu. Was macht der Rest? Ich warte, was hier rauskommt. Zauber vorbereiten. Das ist ein. Okay. Ja, mein Feuerball ist vorbereitet und ich schaffe es. Wenn die Tür aufgeht, wird er geschossen. Also als erstes, das vorsteht. Mhm. Okay. War jetzt die Tür zumachen eine ganze Aktion? Nö, nee, war alles gut. Ist vor Kampf, sag ich mal, dann gewesen. Ich ist ja immer noch kein Kampf. Mich auch noch verteidigen da mit meinem Purple Worm Shield und Bist ja von der einem... vorbei. Oh, tatsächlich. Die Tür geht dann auf und ein Skelett kommt rausgestürmt. So. Und was dann ich stell's mal Verteidigung. Hier. Okay, ist vorbei. Daneben. Ihr beiden steht da und macht Verteidigung. Ja, ich habe bei meinem Purple Worm Shield und einen Dolch gezuckt. Kann ich. Ja, okay, das geht klar. Ja. Snake Eyes. Oh Gott. Das Skelett wird von deinem Firebolt in Stücke gehauen, als die Tür aufgeht. Verhandlung davon. Gold, du bist jetzt dran, du kannst jetzt noch was anderes machen. Mach die Tür ist wieder offen. Sieht. Du siehst auch, wie einige Dolch Skelette... weg, hab jetzt quasi ein Schild und eine Hand, einfach nur die freie Hand und benutze die freie Hand, um den vor mir hier ein Firebolt ins Gesicht zu schießen. Kurze Info an dich, Gold. Du hast ja eben die Tür aufgemacht, ne? Du siehst, wie schon zwei Skelette auf jeden Fall zur Tür näher gekommen sind. Der Rest hat sich noch nicht bewegt. Nein! Was ist denn los? Kannst du die auch nicht dort Dolche werfen? Ich kann mir nicht zurück. Ja, aber die haben mir den nekrotischen Schaden, also das bringt nichts. Und? Außerdem wäre das ein Agility-Check, ich habe keine Agility. So, Fireball auf den unteren. Ja, schade. Das wäre jetzt so prädestiniert gewesen, meine Inspiration einzusetzen. Gibt's aber hier nicht. Ja. Voll ein Firebolt. Ja und? Das fertig? War wichtig. Nö, ich kann mich nur bewegen. Ich geh hier hin. Okay, klar. Ich habe aber keine Waffe in der Hand. Ich habe nur mein Schild in der Hand gerade. Ja, gut. Schild gelassen. Der hier geht dann. Kommt hier hin. Ja, macht nichts weiter. Der hier. Eins der Skelette kommt auf dich zu, Gold.
Und Spaß, durch hebt, meine 2 Milliarden AC zu kommen. Ja, und hebt sein Kurzschwert und versucht, durch den 2 Milliarden AC zu kommen. Kommt er. Das ist die einzige Möglichkeit, dass er mich getroffen hat. Und macht dir 7 Schaden. Nee. Doch, hab ich schon verdammt abgerechnet. Ja, verdammt. Sind und hab's dir drauf Mann, gemacht. Das war jetzt trifft echt ja, das war Pech. 5% Chance, dass er mich trifft. Der geht hier hin. Und du siehst, das Skelett ist ein bisschen stärker gerüstet. Und hat auch ein Schild in der Hand und ein Skimitar. Und greift dich zweimal an. Erste Attacke. Trifft dich. Alter, ich weiß auch nicht, warum er jetzt vorgegangen ist. 6 Schaden und 2 ja, Attacke. Ich wollte, dass die unten noch Verstärkung holen. Trifft dich allerdings nicht. So, Sarai. Was ist denn da noch? Was ist das denn? Menge. Da, du siehst auch ein Skelett, was ein bisschen dicker gerüstet ist. 18 trifft nicht. Der über 8. Was, der hat über 8? Ja, hat er. Der 20 AC, weil er Plattenrüstung plus Schild wahrscheinlich hat. Alter Mann. Du siehst tatsächlich eine Plattenrüstung und ein Schild. Die hat Plattenrüstung an. Philippus, hast du dich gerade nicht geheilt eigentlich? Achso, du hast ja ein Klo. Er wurde gerade gekripscht. Klo. Du bist aber jetzt dran. Ja, ich überlege, wo ich hingehe. Ich gehe. Mach dir vor und fäll dich erstmal. Hier hin. Mhm. Was tust du? Mach dann Dwarven Fortitude. Willst du mich verarschen? Philippus! Was denn? Ich muss mich du jetzt angreifen! Wo bist du nicht da? Ich muss, ich bin hier zum Einstecken. Na gut, dann mache ich ab den. Bin hier zum Einstecken. Philippus hat da auch Swinger-Orgie. Nee, ich bin hier zum Einstecken, Jungs. Alle an defensiv kämpfen. Ich spiel halt nicht auf Schaden. Alles gut. Das ist es. Ich weiß, sowas gibt es in deiner Welt nicht. Aber es gibt andere Spielweisen als Min-Max. Ja. Was ist dafür, um die auch nicht zu binden irgendwie? Oh, sorry, ich muss sie nochmal machen. Wieso? Faint and Attack. Oh, das war Disadvantage. Jetzt hab ich's richtig. Sorry. Okay, triff. 6 Schaden. Halt. Trifft. Mhm. Okay. Und dann kommst durch die Platten. 3 Schaden. Yay, 9 Schaden. Okay, ich mach nochmal eine normale Attacke. 3 kommen noch drauf. Macht mehr Schaden als der mit Fähigkeiten. Jo, triff. Und du schlägst ihn einige Rippen aus seinem Körper und er wackelt bedrohlich. So, das Skelett hier holt einen Bogen raus von seinem Rücken und schießt auf dich, Philipp. Verfehlt aber um Meilen. Ach, der hat sich deinen eigenen Kumpel getroffen. Dasselbe macht das Skelett hier oben. Holt auch einen Bogen raus, schießt auf dich, Philippus. Trifft dich auch. Oh, und macht 8 Schaden. Als ein Pfeil in deinem Rücken landet und tief stecken bleibt. Hätte ich auf mal die Evaluation gemacht und ich hab auf den Kästens gehört. Du bist verwirrt, denn auf den Pfeil steht 1. Boromir. Das Skelett hier unten greift dich an, Gold, mit seinem Schwert im Nacken. Wahrscheinlich kriegt er jetzt auch, damit er überhaupt was machen kann. Nope. Seh dich. Enttäuschend. Das Skelett, wer ist denn jetzt? Ach, da oben. Geht hier hin. Das ist doch dann flankiert und Advantage, oder? Nein. Gibt's doch hier nicht. Gibt's ja nicht mehr, stimmt ja. Schade. Advantage, ey, das wär's, wenn alles flankiert dann Advantage. Wär geil, oder? Würdest. Das wäre schon geil. Ja, stimmt, wäre schon OP. Ach ne, das waren ja nur die Rogues, ne? Die wegen Sneak Attack. Ja, genau, die kriegen quasi Sneak Attack drauf, aber immer noch keine Advantage. Bleibt aber in deiner Rüstung. Prallt ab. So, Käse. Hat der da hinten eigentlich noch andere Waffen in der Hand? Oder nur? Der hat auch ein Kurzschwert an seinen skelettierten Oberschenkel stecken. Aber er hatte gerade einen Bogen in der Hand. Dann, 160 Feet, ne? Jo. Macht der einen Stärkewurf, konkurrierend mit meinem Intelligenzwurf? Wow. Okay.
Wow. Schade, fliegt der Bogen nicht. Wurde Philippus gerade gelöscht? Ach, du bist hinter die Ecke gegangen. Philippus? Ach, Philippus sei schon Cestus. Cestus. Oh, Entschuldigung, ich hab die übersprungen. Entschuldigung, Entschuldigung. Dann nehme ich mein Schild jetzt runter und ziehe meinen Zweihänder. Erstmal den vor mir hier. Warte! Klonk! Klonk! Dann den da drüber. Klonk! Es zerfällt auch in 1000 Stücke. Dann drehe ich mich um. Nun bist du dran! Und bin fertig. Ja, Jockeybot ist wieder da. Oh, das ist schön. Do your fucking job, Jockey. Philippus, du drehst dich um, als du diesen Pfeil im Rücken bekommst, voller Schmerz, und siehst dann, wie ein Skelett auf dich geschossen hat. In dem Moment schlägt das gepanzerte Skelett vor dir auf dich ein. Bleibt aber mit dem ersten Schlag in deiner Rüstung klären. Und den zweiten kannst du dann mit deiner Axt blockieren, als du dich wieder zu ihm drehst. Dasselbe passiert dir, als der erste Schwertstreich dich nicht trifft und der zweite auch von deinem Schild wahrscheinlich abgeblockt wird. Ich hab ja kein Schild gerade. Ach ja, hast ja von deinem Schwert. Das ist Zweierschwert, genau. Ah, Tanzerei bist du. Twin Spell. Einmal auf den zuerst. Jo. Und dann auf den da hinten. Oh ja. Jo. Dann muss ich auch nochmal hier drauf drücken. Jo, sehr gut. Deckung. Philippus? Jo. Ich hatte mich nur gewundert. Ich kann gerade nicht, weil ich lieber so esse. Ich kann gerade nicht so viel reden. Okay. Kestus, jetzt kannst du mich nicht aufhalten. Dwarven Fortitude. Kannst du, glaube ich, hinter als würfeln oder so, ne? Oder irgendwas? Genau, deshalb mache ich es ja auch so gerne. Kann ich mich ein bisschen heilen. Nice. Ein Schuss oder ein Pfeil fliegt auf dich zu, Gold. Daneben. Ist aber meilenweit vorbei. Hast du durch die Wand gesehen? Ein zweiter auf dich, Philippus. Ich zucke mit den Schultern. Weichen ihn damit auf. Ach, du hast Advantage, oder? Er hat Disadvantage. Ja, ich würfel neu komplett. So viele Bohome-Pfeile! Oh, dann vorbei. Und du wirst aber einmal noch im Nahkampf angegriffen von einem Schwert. Disadvantage. Oh, wow. Ja, vollkommen vorbei. Und ihr seht auch, das sind jetzt nicht. Teilweise sind sie gut gepanzert, aber der Rest sind wirklich, und da kennt ihr euch von der Erfahrung her aus, sind billige Skelette. Naja, keine Elite-Kämpfer oder so, das seht ihr schon. Ich mache jetzt eins vernünftig. Ich habe unten Gold. Den da. Hey, das sind billige Skelette. When you order your skeleton on Wish oder was? Sehr schön. Wollte ich nicht zu. Mach mal einfach Philippus, Gulden, bevor du dran bist, Gold. Ja. Oha. Gibt's Nee, gibt's nix. Seht ihr, wie um die Ecke, ein weiteres gepanzertes Skelett und ein. Und zwei normale Skelette kommen und mit Waffen gezückt bereitstehen. Aber du bist erstmal dran, Gold. Oder nehme ich den Typen vor mir ins Maß. Wie bitte? Achso, okay. Und bleibst an seinem Schild hängen, was er hochnimmt zum Blocken. Ja. Und abermals nimmt er sein Schild hoch, als du mit seinem mächtigen Zweihänder
weit ausholst und... Ach, klonk, klonk. Scheiße. Nächste. Philippus, du wirst zweimal angegriffen von eins. Gimita. Ja, aber kann man mit meinem Dance-Move mithalten? Zuerst nicht, aber die zweite Attacke trifft dich. Oh, shit. Und macht dir 8 Schaden. Dann. Wer ist das? Hudis. Ah. Ist ganz normal gegen dich, ne? Gold? Du hast kein Disadvantage auf ihn drauf? Nö, alles gut. Okay. Erster Skimitar trifft nicht. Zweiter. Oh, ich habe noch Philippus an. Trifft Gold für 1 Schaden. Geil. Kannst du mir direkt machen. Habe ich gemacht. Wow. So, Sarai, du siehst wieder um die Ecke. Das sehen die anderen ja nicht, weil die Türen zu sind. Wie gesagt, 3 Skelette kommen. 2 siehst du schon, ein drittes hörst du auf jeden Fall. Wir kriegen noch mehr Besuch. 15. Wo? Unten im Gang. Am Ende des Ganges. Dann nochmal Twin Spell. Erst auf den. Mhm. Und dann auf den unteren. Jo. Oh. Warte, macht es dann. Warte, auf den unteren? Ach so, okay, verstehe. Macht es dann nur 2 Schaden oder macht es dann 4 Schaden? Nee. Jetzt 4 Mann. Ich dachte wegen deinem Feuer irgendwas. Nee, ist doch nicht an. Ach so, okay. Dann, Entschuldigung, Philippus. Dancest du weiter? Oh. Ich dance weiter. Dwarven Fortitude. Ihr müsst doch mal töten. Ja, von ich versuche es, aber die haben es nicht gesehen. Das macht aber Sinn, weil 3 Leute greifen mich an. Ja, das ist gut, mach. Ja, mach. Du heilst dich um 5 und ich mach dir dann wieder 8 Schaden. Das finde ich okay. In der Zeit können in der anderen Zeit greifen halt die anderen an. Solange die. Immer greifen. Mein Schaden heil ich um 3. Na, das ist noch besser. Statt die schwer verwundeten Skelette kaputt zu hauen, finde ich gut. Ja, die kriegen immer noch Disadvantage. Das stimmt. Einer schießt aber erstmal mit Pfeil und Bogen auf Gold ohne Disadvantage. Ach, weit vorbei. In den Stuhl. Oh, jetzt muss ich gucken. Wie viel Feet kann der laufen? 30. Ah, macht doppelte Bewegung, kommt dann hier hin. Das schießt mit Pfeil und Bogen mit Disadvantage auf Philippus. Hilfe! Team! Fehlt ihn aber weit, weit. Dann wirst du einmal angegriffen, Philippus, mit den einen Skinny Short Sword. Helfen! Fehlt dich. Ah, habe ich jetzt gar nicht Disadvantage. Ist egal. Dann kommt ein Skelett hier hin. Doppelte Bewegung. Wir sind da. 3. Doppelte Bewegung. Kessus, du bist dran. Überlegen. Und du hörst und siehst es nicht, aber du spürst. Philippus tanzt über. Wow. Mein Nahkampfangriff ist eh scheiße gerade. Ich versuche, der macht einen Stärkewurf. Gegen meinen Intelligenzwurf. Wer genau? Der rote, ja, der. Der rote, Stärke, ne? Gegen Intelligenz. Ja, müsste. Ja. Ist die Musik immer noch bei euch aus? Ja, ne? Ich höre nix. Der Groovy ist gar nicht drin. Also der Groovy ist nicht drin. Ja, hört das auch nicht, ne? Ich höre nix mehr. Dann, wie hoch ist die Halle hier? 7-8 Meter locker. Dann hebe ich ihn die 7-8 Meter hoch und lass ihn da oben herzappeln, ne? Okay. Ball. Wie machen wir das am besten? Achso. Wie viel Feet sind denn 7-8 Meter? 30 Feet kann einen bewegen, oder? Dann nehmen wir 30 Feet einfach, komm. 30.
Warum ist die Tür jetzt zu? Warum ist die Tür zu? Weiß ich nicht, die Stop geht nicht mehr auf. Ist die Tür bei euch offen? Nein, die ist zu. Die ist auch zu. Ja, deswegen. So, jetzt. Die ging irgendwie nicht mehr auf. Kam da aus Versehen dran. So, was machst du jetzt? Achso, Gold ist dran. Ich greife den zweimal an, den Bastard vor mir. Natürlich. Klong. Ja, klong. Ja, und du siehst schon, du hast ihn einige Sachen abgeschlagen. Oh. Und jetzt zerfällt er in 1000 Stücke, in 10.000, na, so viele sind es nicht, aber in so gut 100 Knochenteile. Gehe ich hier hin? Jo. Und mache. Metamagic Quicken Spell! Oha. Moment. Zwei. Zack. Und dann auf den hier. Shocking Grasp! Vergiss es. Nee, leider nicht. Tja, mit Advantage verkackt, willst du machen. Aber da du ihn zum Glück nicht getroffen hast, hat er dich gar nicht richtig bemerkt und schlägt zweimal wieder auf Philippus ein. Verfehlt ihn aber. Und. Oh, verfehlt ihn nochmal. Oh, da rein. Tja, woran liegt das denn? Der fliegt jetzt hier, oder was? Der Feind. Ja, der ist 30 Feet so ungefähr in der Luft. So. Ach, kennt das ja nicht anders. Hm? Brennende Hände. Klappernd ist er da. Knochen klappern an seiner Rüstung da. Brennst gerade mich nieder? Du fliegst doch. Ich fliege. Nein, das Skelett fliegt. Das mit Skelett der Chinesin. Du fliegst doch. Trotzdem, brennende Hände. Danke, jetzt treffe ich nur meinen Bruder. Fein. So wie ich es immer wollt. So, hier. Nicht allen, das trifft wahrscheinlich eh nicht, aber. Nee, das oben. Scheinbar muss ich hier stehen. Burning Hands. Ja, ich kann keinen Schaden machen, aber. Ist wahrscheinlich 21 ist die Hälfte, ne? Was, 21 ist die Hälfte von 11? Ah, jetzt. Automatisch gleich würfeln. Ist Burning Hands auch 30 Feet den Typen in der Luft? Ich glaube nicht. 15 Feet. Kommt. Okay. Dann. So. Ich weiß doch, okay. das erste Mal. Beide stehen auf jeden Fall noch, aber eins, hier das vordere, ist stark angesenkt. Das war das erste Mal, wo ich im Rollenspiel mal brennende Hände eingesetzt hatte. Und der Spielleiter dachte, meine Hände brennen dann. Was? Das hat halt zu Feuerschein. Dann hat er beschrieben, ja, deine Hände brennen jetzt. Und was macht das? Spielleiter Matti Wilms. Grüße gehen raus. Das war Sebastian Lau. Grüße gehen nicht raus. Von dem kein Mensch mehr was gehört hat. Er ist bei den Grünen. Bestimmt. Er ist das Ausschlusskriterium. Philippus, so. Du bist dran. Nee, ich mach gerade. Ach so. War, ja, okay. Er tanzt weiter. Wie immer. Jemand muss mich mal heilen, Junge. Wenn es ihr nicht macht, mach ich selber. Dann das Skelett hier. Gold hilft den anderen. Geht ich halte sie auf. Ja. Schießt dann aber erstmal mit dem Pfeil wieder auf dich. Verfehlt. Ich outheal die. Ich outheal die. Was sind die Maps? Der ist jetzt Telekinese 30 Feet in der Luft. Kann der irgendwas machen? Nee, ne? Der ist restrained, aber sonst kann er machen, was er möchte. Kann ich nicht bewegen. Nur nicht bewegen. Er hat aber leider nur ein Schwert. Er kann also das kann er nichts machen. Guck, er kann das Schwert werfen. Ja, nee. Schöner so schlau ist er nicht. So, hier einmal außen rum. Und dann schießt er mit Pfeil und Bogen auf Philippus. Oh, wir ja. Probieren es weiter. Der da rumtanzt. Oh, ist egal. I call the crit, ey. I call the crit. Ist egal. Pfeil hat dieselben Werte, trifft nicht. Ist egal. So. Ja, geht weiter auf Philippus drauf, ne? Die Schwerter hageln auf dich nieder. Oh. Wo bleibt aber eins hagelt mal auf Kestus. Da kommt noch ein zweites Leiter hinterher. Wie bitte? Da kommt bei direkt ein zweites hinterher.
fehlt dich aber. Und das zweite, tatsächlich hast recht. Fehlt dich doch auch. Guck doch mal. Sieht doch gut aus. Du bist auch dran. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit sauber geht. Kestos männlicher Oberkörper blockt die Schwerthiebe mit der Brustwarze. Der magischen Brustwarze, bitte. Oh ja. Weil das seine Magic Armor ist. Das Skelett oben muss für den gleichen Move mit mir machen. So ein Areolen. Wow. Das klappt natürlich. Muss nicht sein, ey. Guck mal, Wurf angegangen. Er bleibt oben fliegen. Und fliegt 30 Fuß weg. Nach unten. Welches Skelett jetzt genau? Das bleibt. Fliegt noch weiter. Achso, den hätte ich. Der hat dieselben Werte, von daher. Jo, 30 Feet nach unten. Mhm. Sind wie viel Schaden? Gar keinen Schaden. Ich normalerweise. Meine, hier nach Süden fliegt er nur. Achso, ach, du fliegst. So, ja, haust ihn weg. 30 Fuß. Also 30 Fuß oben. Ist okay. Er hat quasi gerade einen Haken geschlagen. Okay, pff, so ein L. Ja, so ein L-Haken. Haken, dann, Haken. Upsala. Das habe ich auch gedrückt. Gold. Weißball. Dann schlage ich ihm vorbeigehen. Natürlich nochmal dem Dicken da. Jo. Sehr gerne. Oh ja. Das trifft. Hm. Mit Minimalschaden fast. Ja, aber es reicht, um den Dicken kaputt zu hauen. Und dann gehe ich jetzt hier hin. Also hier so. Zack, zack. Mhm. Und hau den da in der Mitte weg. Jo, sehr schön. Wenn du triffst, wird es reichen. Plonk. Jo. In 1000 Stücke zerfällt. Da! Wer noch? Nächster. Nicht die Mama. Schöner ein. Nicht schlimm. Ja, auf wen hast du denn gezielt überhaupt? Hier unten, ne? Nee. Warum? Ja, auf den Beide, hast beide angewählt. Ja, deswegen. Der ist nämlich alles gut. Bei mir. Philippus, was tust du? Tanzen. Okay. Wow. Ja, ich könnte noch ragen, um noch weniger Schaden zu kriegen, aber das sind noch 30 Skelette. Wie viel Schaden haben die? Du siehst, das Skelett vor dir hat schon einige Knochen verloren, die da durch die Gegend fliegen. Die anderen sehen fit aus. Ja, aber die anderen beiden werden mich angreifen. Nee, ich verhindere mehr Schaden, wenn ich weiter tanze. Das macht einfach mehr Sinn im Moment, mich erstmal zu heilen. Die HP kann ich in späteren Kämpfen dann besser gebrauchen. Das stimmt tatsächlich, denn du wirst angegriffen mit einem Schwarzwort. Verfehlt. Der kann nichts machen, ne? Ja, doch. Hatten wir ja eben. Fernkaffee. Ja. Da, dasselbe Spielchen, Philippus. Schwarzwort. Trifft nicht. Scheiß tanzen. Tja, hätte er mal ein Broadsword, kein Shortsword. Sword. Das dritte. Sword. Sword, Junge. Sword. Nicht Schwort. Sword. Sword, Junge. Trifft dich auch Sword nicht. Gesagt? Das ist doch immer. Ich sag mal Sword. Und nein. Dann wird. Sword, Junge. Du hast ihn gerade kaputt gehauen, also wird Gold angegriffen tatsächlich. War's wieder das Sword, sorry. Ein Sword. Sword. Ja, aber keine Chance Sword, gegen deine Sword. Rüstung, Gold. Du bist zu dick gepanzert für billige Skelette. Okay. Nicht Sword. Ist so. Ja, wir dann unser schöner Wurf, ne? Ach so. Das Lustige ist, wenn das mal nicht schafft, fällt er einfach 30 Minuten. So, was passiert jetzt? Er bleibt immer noch da fliegen. Einfach in der Luft weiter. Du könntest noch höher gehen. Nee, da ist Decke. Und viel weiter kann ich eh nicht machen, weil ich kann nur 60 Fuß maximal wegmachen. Also. Achso, ja gut. Wenn also bleibt er da, ne? Passiert bleib einfach nichts. Okay. Na gut, dann drehe ich mich jetzt um und hau den Typen neben mir weg. Klonk. Jo. Haust ihn tatsächlich weg. Der war schon von den Händen. So, und dann der auch noch. Einfach ignoriert. Jo, reicht auch tatsächlich, um das Skelett direkt auszuschalten. Sehr gut. Das ist das fette Kind, das habe ich beim Sportunterricht. Oh ja, ich spiele Whack-A-Mole, während Philippus geil handelt. Stehst du da? Du hast Advantage drauf. Ja, mach nochmal. Na, reicht.
Philippus tanzt, gehe ich mal stark von aus. Lag sie tot, ist nee. Nur noch zwei. Jetzt, wo sie zwei sind, ich höre auf zu tanzen. Oh. Alter, Junge. Aber ich bin irgendwie in den Mut gekommen, ey. Oh, scheiße. Gold. Ja, machst du den Schaden? Du hast noch eine zweite Attacke. Ne? Das macht mir Angst, dass du jetzt in Stimmung kommst. So, das untere kannst du kaputt schlagen. Ach, übrigens, nicht vergessen, du hast keine Boa Bansis Charges mehr, ne? Ihr hattet eine Rest. Nur so. Ich hatte eh null. Letzten fünf habe ich auf dem Lord Zombie verbraucht. Ja, und danach hätte es eh null gehabt, weil wir gerastet haben. Ne? So, du wirst mit dem Schwarzwort angegriffen, Philippus. Verfehlt aber. Kistus? Du weißt Bescheid. Oh. Machst du das jetzt 10 Minuten oder was? Bis dahin, ich muss nachher um. Mach halt so lange, bis die halt du gleich wieder weiter. Dann Gold. Ich glaube, das ist die Zielscheibe. So wie das. Kaputt geschlagen. 10. Verdammt, ich komm nicht ran, lass ihn runter. Spring doch hoch. Fertig, nee. Oder geh die Wand hoch. Genau. Okay. Hat euch schon demütigt. Weiter Firebolten. Mit Vorteil. Oh, mit Vorteil. Tontauben schießen. War Nachteil, aber egal. Hast du eine 10 gegeben? Ja, würfel nochmal neu. Ja, ich hab ja eigentlich deine 10 plus 10, also 20. Ja, dann würfel Schaden. Dann würfel Schaden. Einfach nur 6, nichts mehr drauf. Okay. Ist halt, ne? Okay. Gut, hab ich gemacht. Triffst ihn. Das in der Luft zappelnde Skelett. Der Schauklöpp ist das. Philippus? Jo, was ist hier draußen los? Du siehst, als du rauskommst, ein Skelett, ein gepanzertes, wie es in der Luft 5-6 Meter über deinem Kopf an der Wand telekinesiert wird. Jetzt quasi an der Decke. An der Decke. Kann ich gar nichts machen. Komm ich nicht ran. Ich kann bis hier hingehen. Oh doch, ich kann was machen. Und tanze. Oh, ich kann es gleich runterlassen. Kannst du nicht jetzt deinen Wurf extra failen? Diesen verbrannt. Diesen verbrannt. Das schon runterlassen. Dann hat es immer noch das Range und es hat einen Nachteil auf Angriffswürfe. Na gut, okay. Nee, ist jetzt zu spät. Kann ich weitermachen? Gehst du runter, ja. Ja. Dann bist du dran, Kesus. Du weißt, was kommt. Oh Gott. Das ist wunderbar. Oh, eine 8, da kannst du nicht schaffen. Nee, aber ich lasse ihn runter auf, nur wie auf dem Boden langsam. Vorsichtig. Vorsichtig? Warum hast du ihn nicht einfach kaputt? Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Der kann den anderen kaputt schlagen. Du hast mir noch Vorteile. Nein, nein, ja, okay. Dann lässt ihn vorsichtig. Stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast mich, wenn ich ihn loslasse, fällt einfach nur runter. Du hast mich Vorteile. Du bist dran. Du hast vollkommen recht. Alter, da ist er. Klonk. Ach, Minimalschaden. Der gleiche Wurf war es, der Vorteilswurf. Mhm. Ja. Und nochmal. Klonk! Ja, schade. Jetzt mal. Sarai ist nicht dran. Durch. Und die darf jetzt endlich den tödlichen Feuerball schicken. Schauen wir mal. Mit Vorteil, ne? Jo. Er war nicht ganz tödlich. Aber das Skelett hat schon gut die Rüstung weggebrannt und die Knochen sind statt dem hellen Weiß, was es vorher hatte, schon schwarz angesenkt. Philippus, beende es! Ich kann es nicht mehr lange halten! Aber schau doch mal meine Dance Moves. Nein, ich gehe. Scheiße. Ich gehe dahin. Ich gehe dahin und schlag ihm auf die Fresse. Oha. Mit Vorteil. Oha, ist egal. Reicht. Schlägst ihn kaputt. Wenn du sagst, Kistus. Ich lasse das Skelett noch hier oben rumstehen. Warum geht's denn nicht? Leider nicht, dass die anderen uns hören. So. Den Zauber bräuchte ich einen Endboss, ey.
Ich sehe nichts mehr. Du siehst nichts mehr? Oh, was sollen wir hin? Eine Minute ungefähr. Komm, ist ja alles von Spinnenweben. Sagen wir 3 Minuten. Warte, da hinten leuchtet irgendwas in der, im Gang, da leuchtet irgendwas. Mhm, ihr seht tatsächlich da hinten im Gang Totenschädel fliegen, aus deren Augen es leuchtet und grüner Dampf auch ein bisschen rauskommt. Sieht ungefähr so aus. Feuerball. Und dieses Wesen fliegt da so ein bisschen in die Luft und erhält die Gegend. Schönes Dekor. Wir gucken erstmal die Statue anfassen, damit sie lebendig wird. Lost Souls. Ich horch erstmal an der Tür hier. Hm? Tu das. Und dann. Vorsichtig, vorsichtig. Hm. Oh, du hörst hinter der Tür ein Feuer und dann hörst du auch, wie so Öl vielleicht in irgendwas erhitzt wird. Du hörst ein Brutzeln und es riecht dahinter eigentlich ganz gut und du hörst ganz leise noch, schon wirklich gedämpft, Gegröle und Geschmatze sogar so. Das ist wahrscheinlich der gleiche Raum. Wollen wir? Ich habe eine Idee, wollen wir da hineingehen und das Essen vergiften? Was? Während die essen? Dafür haben wir keine Zeit. Aber ich habe Gift dabei. Während die essen, gehst du einfach noch vorbei, schüttest du das rein. Etwas Salz noch. Ein bisschen Salz hier. Gold, du hörst auch zwischendurch. Ignoriert mich einfach. Zwischen diesen Kochgeräuschen auch manchmal. Die sind schon vergiftet. Sorry, was hattest du gesagt, Philippus? Nichts. Okay. Ich möchte irgendwie durch die Tür durchgucken. Also, hast du oben den Thronsaal gesehen, den Thron? Da sind leider keine Schlüssellöcher bei der Tür. Nur ein Knauf zum Drehen. Nochmal ein Spiel weiter. Hatten wir den Thron bitte gesehen? Was? Was? Hatten wir den Thron gesehen? Nein, der ist halt, oder? Welchen Thron? Den da. Nee, habt ihr nicht. Da ist eine Mauer, die anscheinend nicht geht. Okay. Da wollen wir auch nicht hin. Ich versuche die Tür leise aufzumachen. Ich mach mal Stealth. Warum? So leise geht, vielleicht quietscht. Oh, sorry. Ah, ich hab vergessen, es einzustellen. Hast du nicht? Ja. Er meinte unsichtbar. Ich hab vergessen, es einzustellen, deswegen hab ich es quasi. Ja, aber du kannst die Tür mit etwas Quietschen aufmachen. Und dahinter siehst du ein wieder. Wie schon bei der letzten Küche, ein Zwerg, der an der Pfanne steht und auch mit schwarzen Flecken wieder übersät ist, schwere Wunden trägt und du siehst auch einen untoten Zwerg, der ab und zu Kisten hin und her schleppt. Der Zwerg scheint dich, oder der lebende Zwerg, scheint dich noch nicht bemerkt zu haben. Ich gehe langsam auf ihn zu, aber auch nicht so leise, dass ich versuchen möchte, zu stealthen oder so, einfach nur auf ihn zu gehen. Er dreht sich dann zu dir um. Wir sind die Highlander, wir wollen dich retten. Ich kann nur einen geben. Ihr seid was? Wir sind die Rettungsmannschaft. Ihr holt uns alle hier raus, bitte. Ja, das würde ich gerne, aber für dich ist, glaube ich, jede Hilfe zu spät. Und du siehst doch schon, als du was sagst, dass du quasi durch seine Haut die Sehnen siehst, die offengelegt sind von diesen schwarzen Flecken und er auch blutige und eitrige Körperstellen schon hat. Wollt ihr uns mit noch etwas sagen, bevor wir euch erlösen? Christus. Ja. Sollen wir vielleicht ihn aufhalten, bevor ein Genozid an diesen ganzen Zwergen vollzieht? Die sind doch eh schon untot. Ja, ich leben gar nicht mehr. Ich fühle mich trotzdem nicht ganz wohl dabei, die umzubringen. Ach, wenn. Doch, das geht schon. Du musst es positiv sehen. Sie kommt früher zu Gott. Gott. Er sagt dann zu dir. Ja. Vielleicht mag für mich jede Hilfe zu spät kommen, aber ich will nicht gefressen werden von diesen Kreaturen. Aber vielleicht könnt ihr den Rest von meinem Volk retten. Und er schaut dich mit großen Augen an Philippus. Von unserem Volk. Du bist ein Zwerg. Ich bin Zwerg. Jedenfalls. Was haben sie mit dir gemacht, alter Mann?
Sie haben mich verzaubert. Ich muss Sklavendienste leisten und er schaut, du siehst ja seinen zerfressenen Körper auch. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich entweder wie er enden. Und dieser Zombie-Zwerg, der packt einfach weiter Getreidekisten hin und her. Oder sie werden mich fressen und verspeisen. Der Rest unseres Volkes. Er ist in den Schmieden und muss Waffen schmieden für Zorxas. Rette uns! Diese Schweine. Gerettet werden! Zorxas baut eine Armee. Er braucht unsere Zwergenkunst für gute Waffen. Was für ein Schuldgeständnis. Sie arbeiten mit dem Feind. Die Klappe, Kestos. Recht. Sag mir, hast du von Xorxas gehört, wann er sich mit den Generälen trifft? Jetzt? Ich wollte wissen, ob er jetzt schon mit ihnen im Raum ist oder ob sie sich gleich treffen. Es soll eine große Beratung sein. Es geht um irgendeinen Angriff. Ihr müsst zu seinem Saal gelangen, wenn ihr das wollt. Nein, doch, wenn nicht. Wollen wir doch. Gibt's da Schleichweg? Auf dem Weg zum Saal. Da ist auch die Schmiede. Rettet den Rest meines Volkes. Das werden wir. Zuerst werdet ihr die Vergeltung des Feuers kennenlernen. Moment! Warte doch mal, Gold! Okay. Die Schmiede ist im Süden, aber die ist abgeschlossen. Ihr braucht einen Schlüssel. Lass ihn doch erstmal aus. Zur Schmiede oder zum Saal. Wo wurde der Schlüssel? Der Schlüssel ist entweder bei diesen komischen Skelettmagiern, die sind oft in der Bibliothek im Süden, oder aber ihr müsst zu diesen Skelettkriegern. Das sind 3 mächtige Krieger in dicker Rüstung, mehr weiß ich auch nicht. Sie sind oft in einem Saal mit Thronen, wo man durch Wände gucken kann. Sag mir, wer speist im Moment da drüben in diesem Raum? Widerlichen Orks. Viele von Zorxas Armee sind in den Tiefen und bereiten sich auf einen Angriff vor, aber einige der leichteren Fußtruppen, nicht ausgerüstet werden müssen, sind noch hier oben, wie diese ekligen Orks. Sie fressen gerade Artgenossen, Zwerg, Rette. Kannst du ihnen eine besondere Speise geben? Ich bin bald die besondere Speise. Aber ja, sie essen noch gerade etwas Fisch. Gold, du weißt schon, worauf du das Gift gießen musst. Den durchgebratenen Zwerg nehme ich an. Nein, du sollst mir nicht ins Feuer sprechen. Dachte ich jetzt aber auch. Ich auch. Ja, Hol das Gift aus dem Back of Holding. Das heißt, sie werden dich gleich essen. Nicht gleich, aber irgendwann, wenn meine Zeit gekommen ist und ich mich vielleicht nicht verwandle, sondern nur sterbe. Wo ist denn das? Wir hätten doch Purple Worm Gift, oder nicht? Ich hab dich schon benutzt. Nein, ich hab das garantiert nicht. Müsste dich im Inventar haben. Ich hab nicht. Ach, du hast das. Ja, Philippus, benutzt das Gift auf dem Fisch. Naja, ich wollte das eigentlich an der stärkeren Leute verwenden, aber na gut. Sie essen den Fisch hier. Irgendwann werden sie sterben. Ich gleich Fisch. Ja, dann mache ich da mal Pöppelwurmgift drauf. Oh ja. Und wie viel muss ich benutzen? Ich habe alles. Wie viel hast du? 5 Millionen. Eine reicht. 5 noch. Ja, Vergiftung ist geil. Und du siehst auch schon, wie die leckere schwarze Bratensoße, die voller Fett war, weil die Pfannen nicht gesäubert werden, einen leichten Lila-Stich hat. Aber nicht so, dass es auffällt. Okay. Vor allem nicht Orks. Okay, ich bin etwas angewidert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Schnappe den Zwerg. Vials of Purple Worm Poison, in Klammern 5. Aber Charges sind nur einer. Ja, jede Fiole hat ein Charge. Ja. Du kannst halt du einmal 5. benutzen, dann hast du 4. Benutze mal einen? Ja, okay, das ist richtig. Da ich den guten Zwerg noch nicht vergelten durfte, nehme ich jetzt den unteren und schmeiß ihn da oben ins Feuer. Dann bist du. Nein, ich möchte nicht ins Feuer geworfen werden. Du doch nicht. Gold, warte doch erstmal, bis er das Essen drüber bringt. Warte doch erstmal, bis er nützlich war.
Das war so gut, ey. Er nimmt dann die Fische vom Ofen. Was lass du eigentlich? Du wolltest ihn gerade einfach so ins Feuer werfen. Ja. Und verschwindet dann. Was macht ihr in der Zeit? Wir warten, natürlich. Er muss immerhin vergolden werden. Vergoldet werden? Macht mal bitte alle, die da drin sind, einen Perception-Wurf. Der verrät uns. Er verkackt's. Blind. Ups, aber. Nichts. Kestus und Philippus. Es ist ein paar Minuten, hört ihr noch dieses Grunzen und Schmatzen, ne? Und irgendwann ändert sich der Ton und ihr hört lautes Röcheln. Und dann hört ihr laute Klonkgeräusche, wie als würden mehrere Stühle umkippen. Ich fall grad wie Fliegen. Und dann ist wieder Stille und die Tür geht auf. Und der Zwerg kommt mit einer leeren Pfanne. Das ist erledigt. Sind sie tot? Sie sind alle tot. Als ihr in den Raum geht, seht ihr gut ein Dutzend Orks und auch gut gepanzerte Orks teilweise, die tot und mit Blut aus dem Mund und aus den Nasen und aus den Ohren auf dem Boden liegen. Die haben sich vollkommen aufgelöst. Wir stechen nochmal bei jedem rein. Auf, ne? Gehen wir auch nochmal sicher. Philippus, dir fällt auf, du hast lange nicht mehr gut gegessen. Da ist eine leckere Portion Fisch noch auf dem Tisch hier vor. Ja, ich bin beschäftigt mit Orks abschlachten. Keiner Hunger auf Fisch? Fisch nee. Orks. Dein erster Kill. Nun kommt, mein Freund. Ihr seid als nächstes dran. Ich werde euch eure letzte Salbung sprechen. Ich möchte von einem Artgenossen getötet werden. Aber darf ich euch sagen, er ist gar kein Zwerg. Er hält sich zwar für einen, aber er ist keiner. Ich erkenne einen Zwerg. Nein, nein, das ist psychologisch. Er ist nur ein Halbzwerg. Er ist ein Halbzwerg. Er ist unrein Blut. Halt. Was ist das für ein Gestein? Meisterzwerg. Stein. Aha. Ich schaue mir den, Stein. Hast du nicht so einen Steinkunde? Ja. Okay, dann. Es sieht nach Granit aus. Hatten der Halbzwerg überhaupt Steinkunde? Das frage ich. Hat er doch gerade ja gesagt, oder? Ja, er ist ja quasi nee, ganz Zwerg. Ich guck jetzt gerade. Ich meine, ich habe ihn da gegeben, weil er jetzt. Wie wegen den. In D5 gab es ja nicht so Halbzwerg. Du hast Stone Cunning auf jeden Fall. Er ist Stone Cunning. Mach mal dann Intelligenzwurf. History hast du. Ja, doch, klar, History hast du. Entweder Intelligenz oder History. Was bei dir beides das halt ist das Zweite. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah! Ja, also würfelt der denn überhaupt Public, der Idiot? Ups. Das ist Sandstein. Was? Seht ihr? Ach, ist mir gut genug. Und er geht auf die Knie mit den Rücken zu dir, Philippus. Ist mir gut. Ich kann das nicht. Ich spreche ein Gebet. Ich schließe die Augen. Müsst ihr jetzt hier mitten in der Tür exekutieren? Mögest du in Gottes Arme zurückkehren? Ich schlag auf ihn ein. Womit? Wie willst du ihm köpfen oder die Axt im Rücken rammen? Ich schlag von oben drauf. Ja, von oben. So von ist okay. Den Kopf rein. Mit ist geschlossenen okay. Augen. Mit geschlossenen Augen. Ihr seht, wie der Zwerg nicht geköpft wird, sondern die Axt halb seinen Kopf versucht zu spalten, dann aber stecken bleibt und mit einem lauten Flatsch ziehst du ihm die Axt wieder aus dem Kopf und du bist dir nicht sicher, ob das der schmerzloseste Tod für ihn war. Aber er ist tot. Oh Gott. Oh, endlich! Das Beste wäre gewesen, wenn ich jetzt verfehlt hätte. Oh Scheiße, falsche Ader! Er starb, wie er litt. Schmerzend. Warum? Ich hätte ihn mir am Leibe verbrannt, einfach in den Ofen geschmissen. Das ist auch nicht besser. Ja, ist richtig. Aber dann wäre er wenigstens vergolten, ausgebrannt worden. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass ihr ihn mit dem Fisch füttert.
Wird nicht gesagt, dass Verbrennen einer der schmerzhaftesten Tode überhaupt ist? Ich wollte schon sagen. Als Philipp gesagt hat, er macht die Augen zu, wollte ich schon sagen, ich hole eine Waffe raus. Und Leute, hier ist noch eine Tür. Ich hab doch keine Waffen gehabt dafür. Ich lausche schon mal da dran. Ich komm auch auf dich drauf. Dann lausch mal. Mit meinem Glas. Da ist nix. Gut, dann mach die Tür auf. Ey, da ist ja wirklich nix. Ein Glück. Zum ersten Mal, es klappt. Kann ich denn jetzt schon wieder nicht? Okay, ich bin gleich wieder da. Da oben ist eine Tür. Kurz Karte wechseln bei mir. Ich konnte schon wieder weder ping noch mit Linksklick, sag ich mal, oder Rechtsklick ziehen. Dass ich mich bewege auf der Karte. War gerade nervig. Bald gehen wir nach Fantasy Grounds. Mann. Ich flieg vielleicht einfach nur in der Größe der Map das ein bisschen um. Möchte perzeptieren. Ja, ich habe ein schwarzes Bild gerade. Die Statistik ich sag's dir gleich. Mittlerweile ist, glaube ich, Foundry Nummer 1 und dahinter Roll20. Ja, Roll20 ist auch. Ja, auf einer Liste von 1 bis 2 oder einfügen. Ja, das waren halt die Roll20 waren halt die ersten, die es halt groß gemacht haben. Ja, und haben ich glaube noch nicht, dass Foundry auf 1 ist. Ich habe es nur letztens in so Sets gesehen. Ich weiß nicht, wie verlässlich das ist. Ah, ja, ich will jetzt sagen, dass Fantasy Grounds fast auf dem letzten Platz sein sollte. Was ist das denn jetzt hier? Ich muss nochmal F5 drücken. Ah, doch, jetzt geht. Aha. Moment. C, Steuerung V, weil ich was aus Versehen gelöscht habe. So, wo bist du? Wo hast du die natürliche 20 gemacht? Oh Mist, das weiß ich ja gar nicht. Ja, ich sehe nur Sarai, tatsächlich. Ja. Ha. Lol, ich sehe euch nicht mehr, außer Sarai. Ich habe unsichtbar auf mich gezaubert. Und jetzt bist du wieder so fett links oben bei mir, Kestus. Wow. Geil. Der Kestus Nightmare. Okay, das ist langsam überbastet. Kannst du mal pingen, welche Tür das war? Die hier? Ja, genau die hier. Die Toilette. Upsala. Ja, du hörst dahinter nur ein bisschen Wasser. Oh. Okay. Was ist das denn hier? Die Dusche? Ich sehe zwar Jans Aura, ich sehe auch eure Deto, Jan und Benny, die Punkte. Ja wieder, aber ich sehe nur Sarai als Charakter und links oben in der Ecke sehe ich riesig Philippus. Philippus, nicht mehr? Ja, ekelhaft. Der dich auch da drunter. Ich gehe etwas würgend aus dem Raum heraus. Ja, die Toiletten, ihr seht auch, oder als du reingehst, die Wasserbecken sind schimmelig, algig und die Toiletten sind, teilweise kommt die Scheiße schon raus. Kein Wunder, dass diese Zwerge alle infiziert sind. Wir werden sie zahlen. Die benutzen die gleichen Abwassertechnik wie auf Estos. Was? Ich kenne niemals den Namen der Insel, ey. Das ist auch ein Estus. Estus, so. Den Estus-Flask. Oha. Kennst du nicht Estus? Das ist die Heimat von Kestus. Warum sind zwei weitere Räume? Welchen Aber ihr habt noch haben? Im Ohren, was der Zwerg euch gesagt hat, oder? Ja. Die Schlüssel brauchen wir, um die Zwerge zu befreien. Und auch, wo die sind, oder? Ja, in dem Raum, den wir eigentlich nicht hätten aufdecken sollen, den anderen Raum habe ich vergessen. Das ist schade. Bibliothek ich meine, einer. Ja, und das andere ist Thronsaal. Im Grunde ja. Ja, Würfe bitte. Du hörst dahinter ziemlich viel Stille und ab und zu mal ein tiefes Atmen. Irgendwas hinter. Was denn? Irgendwas, was atmet, also kein Skelett. Jesus, da ist etwas, was atmet. Schön, dann macht doch das fertig. Aber ich höre nur ein einziges Atmen, das heißt, dort hinten ist irgendwas Dickeres hinter. Bereit. Warum? Ich breite einen Fireball vor. Wenn die Tür aufmacht, lass uns einfach weitergehen, scheiß drauf. Wissen das schon einmal durchsuchen. Mein Fireball klappt. Kann ja sein, dass da irgendwas Wichtiges hinter ist. Ja, kann auch sein, dass Informationen,
Die Eto ist angegriffen. Mach die Tür auf, schalt die Firebolt für eine Zeit. Firebolt auch. Ist niemand, scheiße. Dahinter seht ihr mehrere Orks, die in ihren Betten liegen. Oh, da sind Betten? Da sind Orks? Ach so, ja, wer da reingeht, sieht's. Oh. Ich hab, ich ja, dann können wir ja jetzt einfach gehen. Gold. Okay, auf drei! Eins, zwei! Ich renne auf die zu. Vorbereiten, Zauber. Okay, ihr kriegt alle eine Runde Fui. Der erste wird im Schlaf gemeuchelt. Zack! Er will gerade aufstehen und kriegt ein Schwert ins Gesicht. Klonk! Jo, steh ich mal. Okay. Ich Chaos! Muss, oh Gott. Hier kommt ja. Der Mongoose! Gott, ja, ihr macht das schon. Okay, okay, okay. Okay, okay. Was passiert was hier? Was passiert hier? Schwing, blim, pff. Guten Morgen! So fühlen sich die Orks gerade. Ja. Okay, ich bin durch. Wir wollten das okay, halt dann machen wir Initiative schnell. Schnell, weil das, den Kampf machen wir noch ganz schnell. Ist vorbei, glaube ich. Ihr müsst doch jeden Raum mitnehmen, das ist unglaublich. Ja, natürlich, Mann, da könnt ihr immer ich gar nichts drin. Ich hab ja auch gesagt, lass doch die Scheiße. Gut, ja, hallo? Ich bin gewesen, was wir da oben zugegangen wären, einfach. Hey, hätten wir eine Möglichkeit, irgendwie durch die Tür zu gucken, hätten wir es ja sehen können, was da drin ist. Ja, ihr könnt es ja auch leise aufmachen. Hm. Ja, genau. Oh, egal. Wir haben alle Disadvantage auf Stealth haben. Habt ihr alle Disadvantage auf Stealth? Ja, aber selbst wenn die anderen nicht Disadvantage haben, haben die da höchstens plus 1 oder so drauf. Plus 3. So, könnt ihr mal plingen, wo ihr seid. Der Ork wacht hier verträumt auf, hat seine Axt nicht bereit. Wer hat da wieder Schildping gemacht? Ich nicht. Oh, das könnte ich gewesen sein, Entschuldigung. Wo ist einer? Hier? Jetzt kann ich nicht mehr blingen. Nee, rechts neben dem da. Ja, okay, bleibt er hier stehen. Was? Kann ich keinen aus... Ich greife einfach mal so an. Ich kann leider keinen auswählen. Ja, er nimmt seine neben ihm liegende... was heißt Speer? Javelin ist Speer, ne? Wurfspeer. Ja, nimmt seinen Wurfspeer und versucht es dir in den Bauch zu rammen, Philippus. Aber vollkommen schlaftrunken schlägt er vorbei. Gold. Morgen, Sonnenschein! Oh Gott. Liegt der noch oder? Egal. Der lag noch, aber ja. Okay. Dann den anderen. Der liegt nicht mehr, ne? Der nee, der ist gerade aufgestanden. Die zweite! Egal, reicht. Also vom Hitten. Ja, und auch so reicht's. Achso. Was hat er davon? Gut, dann gehe ich dann hier hin. Der muss schon aus dem Schlafkampf bereit sein. Ja, und gehst du's? Immer auf, Mann! Da stehst du? Nee, da stehst du? Ich weiß es nicht. Da ist ein X. Ja, ist okay, ich sehe. Ich verstehe diesen der Fehler liegt, nur nicht. Hast gesagt, ne? Der hier liegt noch, ja. Dann kriege ich keinen. Der ist zwar Bock wach, aber er liegt. Der ist schon wach, ne? Aber ich muss mal ja, wach sind hier alle. Anmalen. Da ist er. Advantage. Oh. Jo. Und. Schreiend wälzt er sich im Bett. Angefangen zu kokeln. Okay, perfekt. Eieiei. Mit Sarai ihn finishen. Ne, mit Disadvantage trifft das nicht. Das und mehr beim nächsten Mal. Disadvantage. Ach, brauch nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht Zeit schnell rein. Sei ruhig. Okay. Tot. Das haben sie davon. Geile Kröten, Junge. Wir müssen immer, immer aufpassen. Kann ich jetzt leider nicht schreien, aber richtig. Okay, dann will ich jetzt den Raum durchsuchen, damit beenden, würde ich sagen, oder? Ihr könnt alle, wenn ihr wollt, investigieren. Genau, investigate. Ja, aber blind wieder. Ja, sehr gerne. Wenn ihr wollt, ihr müsst nicht investigieren. Hallo, das ist ein Skill, den ich kann. Investigate. Ah, also Sarai und Philippus. Ja, ihr habt eigentlich gar keinen Bock, da diese Läuse... Betten euch anzuschauen, aber Kestus und Gold wühlen da richtig drin rum, um die kleinsten Kleinigkeiten ausfindig zu machen. Oh, hier ist so eh nix. Aber bis so auf ein paar dreckige Unterwäschen und Lumpen und ab und zu eine Laus, die da rumläuft und eine Ratte, findet ihr jetzt nicht viel von Wert. Ein paar Kerzen sind an, aber drin. Das ist so ein billiges Ork-Quartier, was ihr schon ein paar Mal gesehen habt.
Sehen viel zu gut aus dafür, dass es billige Ohrquartiere sind. Ich glaube nicht an der Map. Nächstes Mal, wenn wir sehen, dass es ein billiges Ohrquartier ist, sag uns das bitte vorher. Vorm Investigaten? Nein, bevor wir den ganzen Raum klären, dann wird doch nichts zu finden. Ja, das kann ich euch ja nicht vorher sagen, wenn ihr direkt reinstürmt und meine Tür aufmachen. Ja. Das meine ich nicht so. Ich meine, wenn wir das quasi so sehen, wenn wir jetzt hier in der Tür gestanden hätten, ja, ein billiges Ohrquartier, okay, tschüss. Wir müssen ja testen, ob die immer aufpassen. Das ist schön Geräusch. Naja, das war mein Furz. Das war eine richtige Ente, war das. Ey. Oh ja. Crack. Und mit dem nächsten Clearen und Scheiß auf den Schlüssel beenden wir dann.